ARD. Wettbewerb gehört dazu. Ohne Wettbewerb haben wir die Entwicklung nie. Aber, und jetzt kommt's, das Soziale in der Marktwirtschaft, und das hat Ludwig Erhard reingesetzt, und da waren wir noch lange nicht dabei, aber ich finde es richtig, das können nur Gewerkschaften bewirken. Es gibt keine andere Kraft, die das Soziale in der Marktwirtschaft abbilden kann, weil keine andere Kraft auch wirklich eine Kraft entfalten kann, um der Arbeitgeberseite mal zu sagen, bis hierhin und nie weiter. Und das haben wir irgendwie verlernt gehabt, zumindest in Teilen. Und das haben wir verlernt bekommen, weil wir über nicht vorhandene Mitglieder immer schwächer geworden sind. Und wenn das sich jetzt wieder andersrum bewegt, müssen wir einfach nur aufpassen, dass diejenigen, die jetzt als Politiker tätig sind, sich langsam mal abgewöhnen, wenn ihnen was nicht passt, als erstes zu rufen, wir müssen das Grundgesetz ändern. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das gelernt und gelesen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, was für eine Qualität Mensch muss damals zusammengekommen sein, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, als sie das geschrieben haben. Und da kriege ich einen Ausschlag, wenn ich dann solche junge Menschen sehe, die 30 Jahre alt sind, gerade am Beginn ihrer Berufspolitikerkarriere und sich dann hinsetzen und sagen, ja, da müssen wir eben das Grundgesetz ändern. Da kriege ich Ausschlag. Das ist sowas von gefährlich und sowas von Gift im Brunnen, dass ich einfach mich dagegen wehre, und zwar aus Gerechtigkeitsgefühl. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic. Ich bin Autorin und Host dieser Sendung und spreche hier alle 14 Tage mit spannenden Persönlichkeiten über das Thema Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die mich interessieren, die Debatten bewegen, die mich inspirieren, die Diskussionen auslösen, die streitbar sind, die manchmal die Menschen in Unruhe versetzen, was ich sehr spannend finde. Aber ganz besonders müssen sie eines tun, und das ist Freiheitsfragen stellen. Fragen, die rund um das Thema Freiheit für uns alle gar nicht mehr so leicht zu beantworten sind, um die es heiße Diskussionen gibt, sowie auch um meinen heutigen Gast und um das Thema, das wir gleich besprechen werden. Mein heutiger Gast bewegt die Republik, oder manchmal kann man auch sagen, bewegt sie eben nicht und bewegt sie dadurch. Die letzten Wochen und Monate ist wahrscheinlich jeder einmal mit seiner Arbeit konfrontiert worden. Wenn die Bahn mal nicht fuhr, wenn ein Streik angekündigt wurde, wenn es hieß, ja, es ist Gewerkschaftskampf, die Bahn muss für ihre Lokführer streiten. Das tat vor allem medial eine Person, die sitzt jetzt bei mir hier, Klaus Weselski. Ich freue mich sehr, dass er da ist bei Freiheit Deluxe und wir gleich herausfinden werden, welche Freiheitskämpfe er so geführt hat die letzten Jahre. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und auch gerade aus der Bahn gestiegen, die ein bisschen zu spät war, haben Sie gesagt? Ganz wenig diesmal. Ganz wenig diesmal. Aber Sie haben ein Zitat mitgebracht, wie alle Gäste, zum Thema Freiheit, mit dem wir gleich einsteigen, das ich noch nicht kenne. Ob Sie das kennen, weiß ich nicht, weil es ist ja nicht von mir, sondern wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das stammt von Benjamin Franklin und hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel Wahrheit und sehr viel Tiefsinn. Und deshalb muss man immer bedenken, was man tut, wenn man Freiheitsrechte beschränkt, wenn man Freiheitsrechte in Rede bringt. Ich finde das ausgezeichnet und habe das an anderer Stelle auch schon verwendet. Und warum ist Ihnen das wichtig? Oder wann ist es Ihnen begegnet überhaupt? Seit wann haben Sie das Zitat bei sich oder kennen es? Nun, es gibt ja im Leben immer so Elemente, wo Sie lesen, wo Sie sich informieren über bestimmte Dinge. Und da stolpern Sie schon über eine ganze Reihe von klugen Sätzen, von klugen Worten, die andere Menschen in die Welt gesetzt haben. Und solange man nie so tut, als hätte man das selbst erfunden, finde ich das ganz gut, wenn man das auch in Erinnerung ruft, dass honorische Persönlichkeiten eben auch das Thema Freiheit bewertet haben. Und wir hier in unserem Land, wir tun ja so, als hätte jeder seine Freiheit und es gäbe keine gemeinsame. Die Realität ist aber eine andere. Es gibt immer eine gemeinsame Freiheit und die lebt ein Stück weit auch von der Toleranz gegenüber dem anderen. Und das scheint mir so Stück für Stück abhanden zu kommen. Also ist Freiheit für Sie ein wichtiges Thema?
Freiheit war schon immer ein wichtiges Thema, vor allen Dingen, wenn man in der Kindheit bis zum 30. Lebensjahr in einer ehemaligen Republik groß geworden ist, die unter der Überschrift Sozialismus ganz andere Vorstellungen von Freiheit hatte, als ich das dann nach 1990 erleben durfte, als die beiden deutschen Staaten vereinigt worden sind. Anders? Wie anders? Nun, die Freiheit, die dort gegolten hat, war in allererster Linie die Doktrin, die über die Parteilinie entwickelt worden ist. Die Freiheit, die dort für Menschen wie mich, Gewerkschaften vorhanden war, war, es gab nur eine einzige Gewerkschaft in der DDR und die war dem Grunde nach durchsetzt durch den Parteiapparat und hat nichts anderes gemacht, als verlängerter Arm des politischen Organs zu wirken. Und da darf ich schon an der Stelle positiv erwähnen, dass mich das ein Stück weit begeistert und angesprochen hat, dass das Grundgesetz in diesem Land eine ganz andere Grundkonstruktion beinhaltet und den Gewerkschaften oder anders unter Artikel 9 Absatz 3 die Vereinigung aller Berufe vollkommen freistellt und am Ende des Tages dazu geführt hat, dass die Gewerkschaftsbewegung sich in diesem Land so zu bewegen hat, wie sie hier unterwegs ist. Wenn Sie sagen, es hat Sie begeistert, war das, wie stelle ich mir das vor, wie alt waren Sie und was kam dann, also wie haben Sie diese Wende erlebt dann, wenn Sie sagen, es hat mich begeistert? Nun, zur Wahrheit gehört ja immer die Vergangenheit. Wenn ich 31 Jahre alt geworden bin, ich bin also 59 geboren und in der Wendezeit 89, 90 dann um die 30 Jahre alt. Und da habe ich schon ein Regime erlebt, das mir zwar nie in allen Facetten deutlich war, was die Repressalien betraf, aber schon Einschränkungen, sowohl Reisefreiheit, die nie vorhanden war, als auch Beschränkungen in der politischen Sicht auf die Dinge. Und wenn Sie sich dort nicht wohlfühlen, also nicht assimilieren und in die Partei eintreten und nie länger zur Armee gehen, was immer alles gewünscht war, dann müssen Sie sich Ihre Freiheit ein Stück weit, ich will nicht sagen erkämpfen, aber erhalten, indem Sie Grenzen setzen und sagen, nein, das ist nicht meine Lebensvorstellung. Ich gehe 1,5 Jahre zur Armee, weil es Pflicht ist, es war Wehrpflicht, aber ich gehe nie 3 Jahre bloß, um mir Vorteile für eine Karriere zu verschaffen. Oder ich trete nie in eine Partei ein, in der ich erlebe, dass die Parteisekretäre Wasser predigen und selber Wein saufen, wie im Mittelalter in der Kirche. Und dazu gehört eine gewisse Grundhaltung, die was mit Gerechtigkeitssinn zu tun hat einerseits, andererseits aber auch mit einem umfänglichen Wissen, das man sich zu erarbeiten hat. Also ich halte viel von einem großen Grundstock an Faktenwissen, das sich im Laufe des Lebens natürlich immer mehr erweitert. Aber das sollte schon in der Schule ausgeprägt sein. Und das war es. Der Gerechtigkeitssinn interessiert mich ja, weil der ist, den haben wir jetzt in den letzten, ja man kann schon sagen, 10 Jahren stark erlebt, aber mich interessiert, wie der eigentlich entstanden ist bei Ihnen. Also wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, diese Welt ordnet und sie ordnet die einen hierhin, die anderen dahin, der Machthebel ist hier, ich habe diese Rechte, ich habe jene Rechte. Was ist Ihre erste Erinnerung an sich, wie Sie merken, Sie werden wütend auf Ungerechtigkeiten? Das reicht weit zurück, das geht in die Jugend. Ich weiß nicht, ob es in der Kindheit schon war, aber in der Jugend war es zumindest dahingehend klar, dass ich gegen bestimmte Vorgänge einfach mich zur Wehr gesetzt habe und die nie mitgemacht habe. Das ist ja auch eine Schaffung von Freiheit, indem man sich einfach nie einbinden lässt und gleichschalten lässt und dann mitmarschiert unter der Überschrift, da ist es am gemütlichsten, wenn du mit der Strömung schwimmst, sondern ich habe mich auch gegen die Strömung gewendet und da wissen Sie und jeder andere kluge Mensch, da muss man mehr Energie aufwenden und deswegen gehört Streit in der Sache, Diskussion um den besten Weg gehört zu meinem Leben von ganz frühen Beinen an. Und deswegen waren meine Haltungen zu dem, was in der DDR passiert ist, eben auch immer die gleiche. Ich habe mich nie mitnehmen und gleichschalten lassen, sondern habe dagegen gehalten. Aber ich habe auch nie aktiv Widerstand geleistet in dem System. So weit ist das nie gegangen, sondern ich habe das dann belassen an dem Punkt, wo ich gesagt habe, die Freiheit, die habe ich für mich geschaffen, für mein Umfeld, für meine Familie. Und ja, das hatte bestimmte Repressalien, die konnte man aber überleben. Also wenn man dann eben nie so eine schnelle Karriere gemacht hat, da halte ich das nicht für das Schlimmste im Leben, weil wenn man sich in Abhängigkeiten begibt, nur um Karriere zu machen, von der Sorte habe ich mittlerweile so viele kennenlernen dürfen, dass ich einfach sage, es tut weh. Ja. Und Charakter und eine feste Meinung und festgefügtes Weltbild, das ist nie geeignet, um jedermanns Liebling zu sein. Da sind sie bei vielen strittige Personen oder werden gemieden. Erinnern Sie sich an einen Moment, wenn Sie sagen, in Ihrer Jugend, wie sich das ausgewirkt hat?
Natürlich, das ging in der Familie los. Wir haben Familienfeiern, bei uns war Familie wichtig und richtig und die Feiern waren gemeinsam. Und ich war der Jüngste in der Familie und ich war derjenige, der immer dagegen gehalten hat. Dagegen und, was zum Beispiel? Ja, weil mein Bruder, meine Schwester, Schwägerin, meine Mutter, die waren schon in der Partei und die hatten die Überzeugung, dass man dem alles unterzuordnen hat und die waren nicht begeistert, als ich denen auf den Kopf zugesagt habe, während ihr mir hier erklärt, ich muss auf Ketchup verzichten, um den Frieden zu bewahren, sehe ich eure Parteisekretärin in der Großmarkthalle in Dresden einkaufen mit dem Spezialausweis. Ein anderer kommt da nie rein und die schleppen den Ketchup in Kisten raus und tauschen den dann gegen einen Auspuff vom Wartburg. Und deswegen ist mir das, was hier so geredet wird, eben suspekt, weil es ist eine klare Botschaft. Wasser predigen und Wein saufen, also das, was für andere gilt, für mich nie gelten lassen, das hat was mit Ungerechtigkeit zu tun. Aber und deswegen habe ich schon früh in der Jugend angefangen, in der Familie zu diskutieren. Und das war dann so schlimm, dass meine Mutter gesagt hat, ja, es gibt keine politischen Diskussionen mehr auf Familienfeiern. Und das haben wir bei der nächsten Familienfeier geübt. Und nach der ersten Viertelstunde ist meiner Mutter der Kragen geplatzt und sie hat gesagt, das dumme Gelaber, was ihr hier jetzt von euch gebt, das ist ja nichts, was werthaltig ist. Also wir haben dann wieder politisch diskutiert, weil es eben auch sinnvoll und richtig war. Nichts, was werthaltig ist, ist ja auch eine schöne Freiheitsfrage. Naja, als Smalltalk, was ist denn daran werthaltig, ja? Ja, ist aber heute gang und gäbe. Ja, klasse. Ja, die reden lieber über Fußball als über aktuelle politische Sachverhalte. Und das lehne ich ab. Entweder man hat eine Meinung oder man hat keine. Wenn man keine hat, muss man mit mir nie reden. Aber gab es eine Figur, ich meine, wenn jetzt Ihre Familie teilweise in der Partei war, gab es eine Figur, die Sie da gestärkt hat? Oder von wem haben Sie denn gesehen, dass Sie da auch die Wahl haben, nicht mitzulaufen? Also die Freiheit, nicht zu werden wie Ihre Familie, hat ja auch Voraussetzungen. Also wer hat Ihnen diesen Gedankenraum eröffnet? Da gibt es niemanden, der das direkt eröffnet hat, sondern das hat was mit der Schulbildung zu tun und mit der inneren Haltung. Und es war ja nicht so, dass darüber unsere Familie zerbrochen ist, eine unterschiedliche politische Auffassung zu haben und die auszudiskutieren. Aber in der Schule müsste ja auch gleichgeschaltet gewesen sein. Also wo haben Sie denn das? Ja, in der Schule haben Sie eine ganze Reihe von Inhalten gelernt, die Sie die Welt verstehen lassen. Aber die Schule war natürlich auch so ausgerichtet, dass sie das indoktriniert hat. Und das habe ich geschafft, mir ein Stück weit den Abstand zu bewahren und die Dinge auch unter realen Aspekten zu betrachten. Und da war eben manches, was hergeleitet worden ist, plötzlich nicht mehr so richtig. Und diese Entwicklung im Sozialismus, sich in den Betrieben die Welt schön zu rechnen und am Ende des Tages fast keinen produktiven Ausstoß mehr zu haben, das konnte man sehen. Und da ich halt Beruf gelernt habe und in der Ausbildung schon erlebt habe, wie die Beteiligten sich eher um sich selbst gekümmert haben als ums Ganze, da wurde eben etwas sichtbar, was auf Dauer nie gut gehen konnte. Von daher habe ich den Untergang dieses Sozialismus bestimmt nie bedauert, aber ich habe ihn auch nie aktiv herbeigeführt. Wenn Sie sagen, Sie waren nicht im Widerstand oder haben ihn nicht aktiv herbeigeführt und Sie sagen rückwirkend, dass Sie das hier doch beeindruckt hat, als Sie das Grundgesetz kennengelernt haben, denken Sie rückblickend, Sie wünschten, Sie hätten mehr Widerstand geleistet oder hätten im eigenen Land aktiver gegen die Repressalien was getan? Das kann man und sollte man nicht tun, weil dann passiert Folgendes. Dann sind die 16 Millionen, die 1990 dazugekommen sind, waren dann ja alles Widerstandskämpfer und das wäre einfach sachfalsch. Ich war keiner und ich werde auch keiner sein. Und wenn Sie Entscheidungen fällen, bewusst oder unbewusst, dann dürfen Sie nie 10 Jahre danach diese Entscheidungen in Frage stellen. Sie haben sie nämlich gefällt unter bestimmten Aspekten. Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, kann man auch jederzeit andere Entscheidungen fällen und kann sogar seine Meinung ändern. Vielleicht nie komplett. Das sieht immer dann aus nach Wendehals, aber durchaus die Meinung sachgerecht auf die Zeit anpassen, sowieso. Und wenn sich die Rahmenbedingungen stark verändern, dann eben auch die Meinung in der Diskussion herausarbeiten, dass sie so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Mhm. Aber und was jetzt, mir hier fehlt, ist eigentlich eine Diskussionskultur. Ja, aber was wir jetzt erleben ist, oder was Sie ja jetzt erleben, ist, dass Sie jetzt das System komplett in Frage stellen und damals ja nicht. Also nicht, dass ich mich interessiert, nur nein, wann. Das stimmt. Die also nicht, das System kann ich nie gelten stimmt, lassen. Ja. Aber Sie stellen zumindest Hierarchien in Frage, Sie stellen vieles, also Sie geben sich ja nicht zufrieden. Ich würde sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, die man Ihnen schon zuschreiben darf. Das ist so.
Ich gebe mich nicht zufrieden mit lapidaren Antworten, mit Smalltalk schon gar nicht. Und vor allen Dingen gebe ich mich nicht zufrieden, wenn ich in der Analyse klar herausgearbeitet habe, dass Ungerechtigkeit stattfindet. Aber damals ja schon. Ich will nur noch wissen, was ist denn passiert mit Veselsky quasi mit der Wende? Da gab es ja in Ihnen dann auch eine Wende. Mit der Wende bin ich politisiert worden. Das Problem besteht eigentlich darin, Veselsky in seiner jetzigen Form existiert nur, weil es die Wende gab und weil ich in der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, damals gegründet 1990 im Januar von unseren Kollegen in Halle in einem Gründungskonvent, also noch in DDR-Zeiten wurde eine Gewerkschaft gegründet, obwohl es nach dem Gesetz bloß den FDGB gab. Und da war eine Erfolgsgeschichte dahinter. Und in dieser Gewerkschaft habe ich mich dann engagiert und habe das für richtig erachtet, übrigens auf Impuls von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil die Zeit war ja so, dass viele im Gesamtsystem eingebettet waren und die GDL-DDR, als sie 1990 am 24. Januar gegründet wurde, hat versucht, in ihren Strukturen keine ehemaligen systemnahen Menschen in Verantwortung zu bringen. Und deswegen kamen die Kollegen auf mich zu und haben gesagt, du hast das Herz am rechten Fleck und hast auch immer offen deine Meinung gesagt. Jetzt übernimm bitte Verantwortung und tu was für uns als Lokomotivführer. Und so begann das gewerkschaftspolitische Leben einer Person, der sich vorher an der Stelle eher vornehm zurückgenommen hatte, für sich selbst Entscheidungen, seine Meinung vertreten, aber wie gesagt nie aktiv politisiert hat. Und die gewerkschaftspolitische Flanke hat mich durchaus angesprochen und hat dazu geführt, was in Umbruchzeiten völlig normal ist, dass sie auch schneller als andere wachsen und Karriere machen. Ich war also 90, im Mai bin ich eingetreten in die GDL, im Oktober oder November haben wir schon eine Ortsgruppe gegründet, die Ortsgruppe Pirna, und ich war Vorsitzender. Und 1992 war ich schon stellvertretender Bezirksvorsitzender und damit Hauptvorstandsmitglied in der dann vereinigten GDL. Und über diese gewerkschaftspolitische Aktivierung ist aus mir jemand geworden, der die Aufgabe hatte, unglaublich viel zu lernen, schnell zu lernen, zu begreifen, wo wir hier stehen und in was für einer Art Gesamtgefüge wir tätig sind. Weil das halte ich für die zwingende Voraussetzung, zu wissen, wo man ist, um dann auch Ableitung zu treffen. Und ich fand die Grundkonstruktion mit Tarifautonomie, mit dem Grundgesetz, dass die Freiheit allen Menschen ermöglicht, Vereinigungen zu bilden, und auch allen Berufen Vereinigungen zu bilden, das passte wie die Faust aufs Auge. Plötzlich waren 90% der Lokomotiven in der DDR, die waren in einer Gewerkschaft und bestimmten ihre Geschicke auf der gewerkschaftspolitischen Linie auf einmal selbst. Und das hat mich schon nicht nur gereizt, sondern auch dazu gebracht, sehr intensiv mich mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Und so entstand ein wesentlich politischerer Mensch, Klaus Veselsky, als er das in der DDR-Zeit gewesen ist. Sie haben mich also nach vorne gerufen, ich habe die Verantwortung übernommen. Und ich bin natürlich auch ein Mensch, der sagt, wenn ich eine Verantwortung übernehme, vor allen Dingen für andere, dann habe ich das gefälligst auch so vollendet zu machen, dass es sinnhaft ist und ein Ergebnis für die anderen bringt. Sonst ist es nur so eine halbseitige Übernahme, so nach dem Motto, ja, ich mache das, so lebe ich nie. So habe ich nie gelebt. Ich habe nie halbe Sachen gemacht, auch nie im privaten Leben. Also jetzt will ich zwei Sachen wissen. Die eine ist jetzt gleich in diese gewerkschaftlichen Arbeiten, in den Freiheitskampf, in den Gerechtigkeitskampf. Aber vielleicht noch zwei Sätze über auch den Osten Deutschlands, weil Sie ja doch so sehr klar darüber reden, über das, was da für Sie nicht gut war oder was Ihnen gefehlt hat und die Repressalien. Verstehen Sie Menschen, die man mit dem Begriff Ostalgie bestreibt? Also verstehen Sie diese Vergangenheitssehnsucht oder dieses manchmal das Schönreden oder das Wegreden? Ich verstehe Sie, aber ich akzeptiere es nicht. Weil wenn man sich das anschaut, dann hat das eine gewisse Ursache. Die sogenannte Ostalgie ist ja eine Verklärung der Vergangenheit. Es gibt also eine ganze Reihe von Menschen, die, wenn man sie heute anspricht oder mit ihnen in der Diskussion ist, die das alles nur noch hervorbringen, was besser war. Und natürlich hat es Dinge gegeben, die besser waren. Kindergrundversorgung, diskutieren wir heute, war gegeben. Kindertagesstätten. Aber was nie passieren darf, wenn man objektiv bleibt, ist zu vergessen, welche Repressalien das System gebracht hat. Und das war eben nie nur die Beschränkung von Reisefreiheit. Das ist das, was ich auch erst hinterher erfahren habe, dieser Kampf gegen die eigene Bevölkerung, der dort stattgefunden hat, das Wegsperren von Menschen, die Staatssicherheit, das Beschnüffeln gegenseitig, das Ausspionieren, das Anzinken untereinander.
Diese Tragweite darf man doch nie vergessen. Und natürlich muss man jetzt abwägen. Aber diese Ostalgie, wie Sie sie nennen und wie ich sie auch wahrnehme, aber nie für richtig erachte, die hat eine ganz andere Ursache. Weil nämlich viele Menschen eben keine Erfolgsgeschichte erlebt haben nach 1990, sondern für sich persönlich nur Niederlagen wahrgenommen haben. Ich bin jemand, der hat nie aktiv die Wende herbeigeführt, aber ist nach der Wende durch einen glücklichen Zufall in eine, nennen wir es mal einfach, steile Karriere gekommen, habe Verantwortung übernommen und habe Dinge getan, die nie alle für gut befinden, aber die objektiv betrachtet sehr, sehr positive Effekte für Arbeits- und Einkommensverhältnisse von Zehntausenden von Menschen hat. Und persönlich geht mir es auch so gut, dass ich sage, also ich habe bestimmt Vorteil aus dem Ganzen gehabt. Wenn Sie viel lernen und wachsen, dann wissen Sie auch, dass das auch immer persönlich Vorteile mit sich bringt. Nie Vorteilsnahme, sondern dadurch, dass man viel lernt, einen hohen Wissensstand hat, verwendet man dieses natürlich auch für sich persönlich. Und die Menschen, die Sie abgehängt haben, also jetzt einfach biografisch? Ja, die Menschen fühlen sich abgehängt und niemand will das wahrhaben. Aber sind die dann selbst schuld oder ist Nein. es... Wenn Sie sagen, Sie haben Ihre Chance ergriffen, Sie haben ja mit Benjamin Franklin angefangen, ist ja auch ein amerikanischer Mythos. Ich habe dann meine Chance genutzt, ich wurde aufgefordert, ich habe sie genutzt. Also es, ja. Sie erzählen von Eigeninitiative, von Sie haben Verantwortung übernommen. Das sind ja alles auch Werte. Wir haben ja vorhin Werte an Ihrem Tisch geredet. Das sind ja gesellschaftliche Werte, die dann in so einer Demokratie auch notwendig sind. Ist dann die Frage, haben die anderen Menschen diese Chancen nicht genutzt, diese Werte nicht umgesetzt? Sind Sie selber schuld? Das lasse ich so nie stehen und gelten, weil es gehören mindestens zwei Dinge dazu. Eigentlich noch ein drittes Element. Sie selbst müssen dazu befähigt, in der Lage sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es muss auch immer jemanden geben, der Sie fördert und fordert. Der also sieht, hier ist jemand, der kann was. Und wenn ich den nie protegieren im negativen Sinne, sondern fördern und fordern im positiven Sinne, wenn ich den weiter nach vorne schiebe, dann wächst er mit seinen Aufgaben. Und die dritte Sache ist eigentlich Glück. Und das ist etwas, eben nur nie so viele haben, dass ich durch einen glücklichen Umstand zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen bin. Ich maße mir nie an, das alles auf meine eigene Leistung zurückzuführen. Das wäre einfach nur unschicklich, sondern das wäre einfach überhöhend. Ich maße mir das nie an, weil ich genau weiß, dass auch positive Elemente eine Rolle gespielt haben. Meine erste Aktivierung als Gewerkschafter in Pirna in der Einsatzstelle erfolgte durch einen älteren Kollegen, der mich ausgebildet hat, der gesagt hat, komm, du kannst das, ich helfe dir, aber ich will nicht in die vorderste Linie, weil ich war in der Partei und ich bin kein Wendehals. Ich unterstütze dich in dem Wie, aber übernimm Verantwortung. Und das ist das, was ich meine, wo Sie Glück haben müssen, dass jemand was sieht und sagt, den lohnt sich zu fördern. Und so viel Glück haben bestimmt nie die Menschen insgesamt gesehen. Da brauchen wir gar nicht nach Ost-West gehen. Aber was passiert ist, und das finde ich, ist eine der Ursachen für dieses ganze Dilemma, denjenigen, deren Arbeitsplätze weggefallen sind, denjenigen, die in eine neue Rechtsform gesetzt worden sind, ohne sie zu verstehen, ohne dass sie sie gelernt haben. Ich musste sie lernen. Ich musste Gesetze lernen, um mich einfach vernünftig bewegen zu können. Denjenigen wird heute vorgehalten, dass sie undankbar sind. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist ja wohl der Gipfel. Undankbarkeit zu unterstellen, so nach dem Motto, wir haben hier euch vom Ertrinken gerettet und ihr habt einfach nur dankbar auf den Knien zu sein und die Hände zu falten und zu sagen, ihr wollt nichts anderes als das, was wir wollen. Man darf nie vergessen, dass die Menschen ihren Kopf zum Denken haben und dass die Menschen ihre Eigenständigkeit deswegen nie aufgegeben haben. Aber sie haben ganz andere Zwänge, nämlich finanzielle. Die Lust auf Reisefreiheit war groß. Der Drang zur D-Mark war groß. Am Ende hat man Reisefreiheit bekommen und nie bloß Reisefreiheit, sondern noch viel mehr, nämlich die ganze Freiheit, aber auch die dazugehörige Risiken, Arbeitsplatzverlust, kannte man vorher nie. Und wenn man dann nie genügend D-Mark hat, dann reicht das auch nie für Reisefreiheit. Und die bittere Erkenntnis, die hat viele getroffen. Dass das nie wahrgenommen worden ist, ist meiner Ansicht nach eines der schwierigsten Elemente. Und dann habe ich halt festzustellen, dass eine Reihe von Menschen, die teilweise eben aus den alten Bundesländern in die neuen kamen und hier Aufbauleistung gebracht haben, was erstmal positiv zu bewerten ist, aber die es eigentlich unter der Überschrift genutzt haben, sie haben eine schnelle Karriere hingelegt und sich nach oben bewegt und dann belehrend auf die anderen herabgeblickt. Und das kriegen wir nie wieder los. Deswegen sehe ich diese Ostalgie als etwas, was man zwar haben kann, aber man darf nie vergessen, wie das alte System war.
Aber ich sehe den derzeitigen Zustand in den neuen Bundesländern als einen wesentlichen Fehler von uns allen, weil wir einfach nie genügend Zeit und nie genügend Mühe aufgewendet haben, um in der Diskussion und in aufrüttelnden Veranstaltungen auch dafür zu werben, dass die Menschen aufstehen, dass sie sich weiterbilden, dass sie sich in dem neuen System zurechtfinden. Sie haben gerade gesagt, man müsse erstens, der erste Punkt wäre, die Menschen zu befähigen. Was wäre denn der Moment gewesen? Also ich weiß von einem, der selber Ostdeutsche, also der selber aus dem Osten kam, der dann sagt, umgekehrt, dass es schon viele auch gab, die profitiert haben, die ihn dann ärgern, oder ich weiß nicht, ich zitiere jetzt nur, der auch sagte beim Transfer zur D-Mark, dass da die Ostdeutschen ja eigentlich gut weggekommen sei, weil man hätte sie ja die D-Mark dann in einem sehr guten Wert transfer, also im doppelten Wert. Im halben, genau. Also, ja, aber es war trotzdem ein recht vernünftiger Umtauschkurs, ja. Aber das wird übrigens, ja dann die Lokführer haben in der Übergangszeit einen ersten Streik hingelegt, und zwar die in der DDR. Wir haben gestreikt für die Umstellung der Einkommen 1:1. Und wir haben das erreicht. Das war die erste Aktion. Das heißt, wir waren von Beginn an sehr aktiv mit der neuen Zeit und mit dem, was wir erlebt haben. Und wir empfanden es als ungerecht, Lohn, wie wir ihn bekommen haben, nach demselben Schema umstellen zu lassen, wie das, was oberhalb, ich weiß nicht mehr genau die Summe, ich glaube, es waren 5.000 Mark, die man 1:1 umgestellt bekam, und dann gab es einen Kurs von 1:2, ich kenne die Summe nicht mehr genau. Was drüber war, war dann halbiert, aber beim Lohn haben wir das als ungerecht empfunden und haben uns dagegen gewehrt, und zwar erfolgreich. Aber was ist dann passiert? Also da war ja so ein aktiv. Also man hat ja das eigene System eigentlich aktiv beendet. Man hat sowas gemacht. Also was ist aus dieser Aktivität geworden, oder wo ist die hin? Oder warum entstehen in manchen Biografien, so wie bei Ihnen, bei Frau Merkel, gibt ja auch andere Beispiele, dass sie denken, jetzt bin ich frei, kann das nutzen, Gauk. Und bei anderen entsteht dieses, ich habe alles verloren und ich komme hier nicht zurecht. Also es gibt bestimmt nicht einen Grund, der alles erklärt. Aber einer der schwerwiegendsten Gründe ist, dass die Menschen das als total ungerecht empfunden haben, wie die Betriebe abgewickelt wurden. Selbst wenn sie teilweise nicht produktiv waren, sie wurden aus ganz anderen Gründen abgewickelt. Sie waren nämlich Konkurrenz. Und sie wurden platt gemacht, auch über die Treuhand, unter der Überschrift, wir schaffen uns die Konkurrenz für die Betriebe, die in den alten Bundesländern sind, vom Halse. Das war die erste Ungerechtigkeit. Und das Zweite, was hart getroffen hat und was niemand so auf dem Schirm hatte, war die beginnende, und zwar in großen Massen, die beginnende Arbeitslosigkeit. Es kannte niemand Arbeitslosigkeit. Und wir Eisenbahner haben halt Glück an der Stelle gehabt. Wir haben auch große Mengen Personal abgebaut im Laufe der Jahre. Aber wir haben das Glück gehabt, dass unsere Betriebsform als solches Bestand hatte. Die Eisenbahn als solches existierte weiter, ist weiter gefahren, hat sich verändert. Aber die Grundmenge an Arbeit blieb. Und damit war die Veränderungsnotwendigkeit nie ganz so groß. Ich habe trotzdem viele Schicksale gehabt von Menschen, von Kolleginnen und Kollegen, die mit mir sogar gelernt haben, die dann ihren Arbeitsplatz in unseren Betrieben verloren haben und denen wir dann Unterstützung gewährt haben, dass sie in den Betrieben in den alten Bundesländern unterkamen. Aber es war so, es war immer Arbeit da. Man musste halt zum Beispiel eben seinen Lebensmittelpunkt verlagern. Auch das war nicht einfach, weil wir sind sehr, ja, der Scholle verwurzelt. Und der Weggang fällt vielen sehr, sehr schwer. Bei mir hat der Weggang de facto auch nicht stattgefunden. Ich habe dafür seit 2002 Wochenendpendelei in Kauf genommen. Das ist auch eine Bürde, die sie sich auferlegen, aber ich habe zumindest meinen Lebensmittelpunkt nie unbedingt verlagern müssen mit der gesamten Familie. Aber Auswirkungen hat das schon gehabt. Aber der Wegfall der Arbeit, den halte ich für eines der schwerwiegendsten Elemente, weil über diese Arbeitslosigkeit natürlich sofort eine Existenzbedrohung entstand. Und das Auffangen im sozialen Netz haben die Menschen nie unbedingt als Glücksumstand empfunden. Wer also von Arbeitslosengeld leben muss oder womöglich dann von Sozialhilfe, von dem dürfen sie nie erwarten, wenn er es nicht selbst verschuldet hat, dass er dafür auch noch dankbar ist, dass die Sozialsysteme ihn in diesem Netz auffangen. Ist gut, dass wir das haben, aber sie wollen doch in diesem Element oder in dieser Höhe nie unbedingt selbst leben. Und das ist meiner Meinung nach völlig ausgeblendet worden unter der Überschrift, das interessierte niemanden, und deswegen gibt es Verbitterung. Und Ostalgie entsteht aus dieser Verbitterung. Entsteht aus dieser Verbitterung, ohne dass ich es jetzt mit der Frage überhaupt rechtfertigen wollte, aber wir haben jetzt kürzlich, ich meine, Sie kommen aus Dresden, das Rededuell gehabt, Sie sind, glaube ich, CDU, zwischen Mario Voigt und Höcke, entsteht, ich meine, Sie können das, Sie sind da nicht Politikwissenschaftler, als jemand, der von dort kommt, der die Menschen gut kennt,
was entsteht denn da, dass man in den Umfragen zumindest die Partei an den ersten Platz sieht, die Teile des Verfassungsschutzes als gesichert rechtsextrem beschreiben? Was entsteht da in den Leuten? In meiner Ansicht nach machen Sie den ersten Fehler schon. Ja. Wenn Sie das Wahlverhalten der Menschen damit verknüpfen, dass die alle rechtsextrem sind und so denken wie Höcke. Also das ist aus meiner Sicht der kapitalste Fehler überhaupt, den man hier machen kann. Was wir hier erleben in den Wahlen, ist eine zunehmende Unzufriedenheit. Moment, wann habe ich das gemacht? Also, wann gerade eben in Ihrem aber Satz. Wie denn? Ich will's verstehen. Sie haben es damit verknüpft, Sie haben gesagt, das Rededuell zwischen Voigt und Höcke und die Wählerschaft, die in dieser Größenordnung vorhanden ist, das könnte die erste Partei werden. Das sind ja die Umfragen, die ich meine. Ja, na klar. Ja, aber erstens, in den Umfragen haben die immer wieder das Wahlergebnis das gebracht. Das stimmt, aber zweitens, geben die Frage, diese Auskunft. Wenn diese Partei gewählt wird, dann wird da nicht unbedingt nur Höcke gewählt, sondern es wird die Alternative gewählt. Und die Alternative ist zum Teil eine reine Protestwahl, weil man sich das ja teilweise nicht mehr anschauen kann, was hier an Politik uns täglich geboten wird. Aber jetzt sind Sie doch das doch beste an, Beispiel, mir die dass Frage man auch zu stellen, anders wen soll ich kann. Denn eigentlich wählen? Als Bürger, der Einfluss hat, als Mensch, der glaubt, das schon zu überblicken, was hier stattfindet, der nie einfach nur hinwirft, das Parteibuch auf den Tisch kracht, weil ihm was nicht passt. Aber wenn ich mir die Frage heute stelle, wen ich wählen soll, dann fällt mir die Antwort absolut schwer. Ja, aber mir die ist fällt, nämlich mir auch fällt, nicht automatisch aber, CDU, verstehen ja, Sie? Sie mögen ja streiten und diskutieren, aber mir fällt die Antwort schwer, dass Sie dann denken, man wählt eine Alternative, in der Rechtsextremismus Platz hat. Man kann doch dann, gerade wenn man wie Sie so eine Kraft hat, Missstände zu benennen, sagen, dann muss man was Drittes gründen, aber man muss sich ganz klar gegen Rechtsextremismus in der Partei abgrenzen. Moment, sagte er. Ich habe eine Aufgabe, die ist gewaltig. Und die habe ich hervorragend gelöst. Wir sind keine politische Partei. Wir sind eine Gewerkschaft. Und ich weigere mich, diejenigen Faulen zu unterstützen, die sich Berufspolitiker nennen, die aber aktiv Arbeitsverweigerung betreiben, und zwar seit Jahrzehnten, indem sie eine politische Partei, die von Menschen gewählt wird, einfach in der Diskussion nicht stellen. Die weigern sich, mit denen zu reden. Und schaffen so dem Mythos mehr Raum. Wer hat denn in der aktiven Debatte die Partei gestellt? Wie kann es denn sein, dass ein Regierungsmitglied sich weigert, mit dem AfD-Politiker in eine Sachdiskussion zu gehen? Stattdessen schicken wir die Menschen auf die Straße. Die sollen jetzt gegen rechts demonstrieren. Aber jemand, der dafür bezahlt und gewählt ist, aber ich glaube, der weigert sich, eine Sachdiskussion zu machen mit einer erstmal demokratisch gewählten Abgeordneten. So funktioniert das hier nicht. Und ich weigere mich, die AfD unter der Überschrift allein Höcke zu bezeichnen und Höcke zu sehen. Und deswegen bin ich an der Stelle ganz glasklar. So funktioniert das Leben nie und so ist aber, auch nie aber das Wahlverhalten. Dann über Höcke würden Sie aber schon sagen, dass es eigentlich nicht Werte sind, die Sie teilen, oder? Ich teile diese Werte bestimmt nie. Aber warum? Aber jede Form von Extremismus ist aus meiner Sicht demokratiefeindlich. Und da gehört der Linksextremismus genauso dazu. Und da gehören Dinge wie Pflasterkleben aus meiner Sicht auch dazu. Das ist demokratiefeindlich. Aber da würden Sie die ja auch dezidiert dann nicht wählen. Aber warum würden Sie dann was wählen, wo Rechtsextremismus dabei wäre? Wer sagt Ihnen, dass ich Linksextremismus wählen würde? Weder noch. Ja, also sehen Sie ja auch ein Problem damit, dass man seinen Protest in so einer Wahl ausdrücken würde, oder? Ja. Aber ich sehe das Problem eigentlich darin, dass die Parteienlandschaft, die wir als die Mitteparteien, die Volksparteien bezeichnen, dass die in den vergangenen Jahrzehnten zugeschaut haben und sich rausgehalten haben. Unsere Migrationspolitik seit 2015 war nicht richtig. Wer hat das jemals ausgesprochen? Niemand traut sich, weil sie sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Jetzt fangen wir eine Diskussion an. Da würde ich Ihnen jetzt auch widersprechen, Herr Veselski. Mir fallen viele Namen ein, die sich getraut haben, sehr laut auszusprechen. Fangen wir mal an mit Horst Seehofer 2015. Fangen wir mal an mit Markus Söder. Fangen wir mal an mit dem Parteitag, wo Frau Merkel klein gemacht wurde. Also es haben sich sehr viele sehr laut getraut, das zu sagen. Hat aber nichts gebracht. Natürlich, wir haben hier gerade kürzlich die verschärfte Asylrechtsregelung der Europäischen Union jemals abgeschlossen. Also 2023, 2024. Ja, Prozesse, Gesetze, das wissen Sie selber, dauern ihre Langeweile. Ist hartes Brot und trotzdem bleibt die Frage offen, wie man dann angesichts solcher Gesetze trotzdem global humanitär handeln will, als der Kontinent, der immer noch reicher ist als andere. Die Diskussion dürfen Sie mit mir nicht führen.
Weil ich mache nicht Parteipolitik. Und deswegen rutschen wir hier vollkommen weg. Ja, jetzt sind wir quasi am Esstisch der Mutter. Das funktioniert so nie. Weil ich bin auch nicht der Weltretter. Ja. Ich habe in einem schmalen Segment, nämlich im Eisenbahnsystem, für Ordnung gesorgt und habe sehr zum Leidwesen von Fahrgästen und von Güterverkehrskunden, habe dort aber Ordnung geschaffen. Lohndumping beseitigt, am Ende dafür gesorgt, dass wir alle in einer selben Tabelle sind, alle dieselbe Wochenarbeitszeit haben. Das ist mein Metier. Fairer ich habe privat Fairer eine Punkt. Meinung, auch eine Fairer politische Punkt. Haltung, die ist aber sehr konservativ. Und deswegen bin ich damals eben auch in die CDU eingetreten. Und von daher ist die Diskussion, was wir hier alles noch ändern müssen und was wir hier falsch gemacht haben, wichtig. Aber findet sie denn ehrlich statt? Da würde ich mich einbringen. Da würde ich auch gerne in ehrliche Diskussionen, hören. In ehrliche, den Willen auch zu streiten um den besten Weg. Und zwar nie in einer Talkshow, sondern auf der politischen Ebene im Hintergrund. Lösungen zu suchen und die Lösungen zu präsentieren. Und die halbgare Dinge zu präsentieren, die ich dann korrigieren muss in aller Öffentlichkeit, wo die Menschen sich an den Kopf greifen und sagen, für was bezahlen wir die denn? Für was wählen wir die denn, wenn die nur vor unseren Augen stümpern und kein Gesetz zustande bringen, das auch von Anfang an funktionsfähig ist? Sie gehen ja jetzt in Rente, habe ich gelesen. Können Sie sich vorstellen, dann in die Politik zu gehen? Nein. Warum nicht? Das habe ich geprüft und zwar vor längerer Zeit, weil solche Dinge sind auch langfristige Entscheidungen. Ich bin also jemand, der strategisch und langfristig denkt und handelt. Das ist wichtig im Tarif, im Gewerkschaftsleben sowieso. Das ist auch im Privatleben wichtig, dass man die Dinge durchdenkt. Deswegen kann man immer noch von unvorhergesehenen Ereignissen erwischt werden. Aber zumindest hat man vorher alles dafür getan, was man sehen konnte, hat man kalkuliert, hat es einbezogen in seine Entscheidungsfindung. Und ich habe vor längerer Zeit geprüft, ob das passt. Und ich habe eins festgestellt, und das halte ich für tatsächlich demokratiegefährdend, dass diese Art von Berufspolitikern, wie wir sie jetzt hier erleben, dass die deswegen gefährdet sind, nicht mehr ihre eigene Meinung vertreten zu können, sondern sich immer den parteilichen Hierarchien zu unterwerfen haben. Weil wenn sie das nicht machen und ihre eigene Meinung vertreten, dann kriegen sie keinen Erfolg, dann kriegen sie keine Karriere, dann wird das politische Leben an der Stelle beendet. Und das Schlimme ist, das ist zumindest meine Analyse, egal in welcher Farbe sie sind, wenn sie die Parteidisziplin verlassen, weil sie dazu eine andere Meinung haben, sind sie verbranntes Kind, und zwar in jeder gefärbten Partei, egal welche Farbe die hat, weil sie natürlich jemand sind, der dann als Querulant, als, ja, den Begriff des Querdenkers, den habe nicht ich erfunden, also sie werden sofort abgestempelt, und das bedeutet, und das ist das Demokratiegefährliche, dass jemand, der einen Berufspolitiker macht und das als Beruf wählt, dem Grunde nach gefährdet ist, eine Wirbelsäule wie einen Gartenschlauch zu bekommen, weil um den eigenen Beruf weiter leben zu können, mache ich Kompromisse, die ich eigentlich nach meinem Verstand und nach meiner Haltung gar nicht machen möchte. Und das ist das, wo ich sage, ich kenne Politiker alten Schlages, die waren gestandene Leute, die haben Berufe, die hatten schon einen gewissen Erfolg im Leben. Die haben im Umfeld, in ihren Dörfern, in ihren Ortschaften, sind die über Vereinsleben gewachsen. Die stehen mitten im Leben und gehen dann in die Politik. Das ist ein vollkommen anderer Weg, als wenn ich das studiere und anschließend den Beruf ergreife und jetzt schaue, wie komme ich durchs Leben. Das ist für mich eine Entwicklung, die ich für nicht gut erachte und in der Analyse und auch in dem Versuch, da ein Stück weit tiefer sich zu engagieren, habe ich halt festgestellt, dass die Parteien schon alle so weit sind, dass sie am Ende des Tages unterstellen, entweder die Beteiligten übernehmen die Parteimeinung oder sie lassen es. Und dafür bin ich nie geeignet. Da müsste ich morgens aufstehen und einen Pfund Kreide essen. Also war eigentlich eine Freiheitsfrage. Also Sie haben das Gefühl, dass Sie in unserem Parteiensystem, so wie die Parteien sich derzeit organisieren. Darstellen und organisieren, ja, genau. Dass Sie da letztlich im Moment Ihre Freiheit nicht leben könnten, Ihre Meinungsfreiheit, obwohl wir ein Land sind, das Meinungsfreiheit garantiert, weil Sie damit mit Ihrer Karriere bezahlen müssten. Weil ich damit bezahlen müsste, dass ich dem Grunde nach, es geht nicht darum, eine Karriere zu machen. Aber wenn Sie gut sind und wenn Sie sich einbringen, erwarten Sie schon, dass Sie auch mehr Verantwortung übernehmen können. Und wenn Ihnen das verwehrt ist, da bin ich zu dem Schluss gekommen, das muss ich mir nicht antun, weil ich weiß genau, wie ich bin. Man kann mich überzeugen, sogar vom Gegenteil, aber da muss man sich die Mühe machen, mit Sachargumenten zu kommen und zu erklären, warum das
genau andersrum sein soll. Und so findet das aber im politischen Leben hier nicht mehr statt. Jetzt frage ich spätestens, wenn eine Regierungspartei anordnet, es ist Hammelsprung und die Delegierten haben alle im Namen der Partei und dem, was die Parteilinie vorgegeben hat, abzustimmen. Da stimmt was nie im Gesamtgefüge. Wenn nämlich eine regierende Partei eine Kanzlerin hat, die gleichzeitig Parteivorsitzende ist, ist die Legislative und die Exekutive nicht mehr getrennt, sondern miteinander vermischt. Und von dort kam ich zu dem Schluss, das wird nie das sein, was ich mir nach einem erfolgreichen Arbeitsleben in der Gewerkschaft, übrigens mein Beruf ist wunderschön und ich habe ihn mit Freude und mit Liebe ausgeführt, dass ich mir das antun will. Das ist nicht Resignation, aber das ist die klare Erkenntnis, ich werde mich nicht ein- oder unterordnen, nur um an irgendeiner Stelle noch mal stärker nach vorne zu kommen. Zwei wichtige Punkte habe ich jetzt rausgehört. Einer wäre, Sie sagen, das tue ich mir nicht an, aber was Sie sich angetan haben, ist schon auch ungehörig. Also wenn man jetzt mal in Vorbereitung dieses Gespräches liest, was Sie erlebt haben, ja, und auch was Sie intern für Kämpfe hatten. Also da gab es auch Menschen, die gesagt haben, Sie sind eigentlich so wie Despoten der Weltgeschichte. Sie können es gut aussprechen, Diktator wie Assad. Ja, Sie sind Diktator wie Assad. Dann hat man Ihre Telefonnummer publik gemacht. Sie haben darauf sehr satirisch reagiert. Sie haben die weitergeleitet an den Bahnchef. Den wirklich Bahnsinnigen. Richtig, genau. Also Sie haben sich ja schon auch mit Humor raushelfen zu wissen, aber wenig ertragen haben Sie ja da auch nicht. Also warum waren Sie da bereit, das alles zu ertragen? Ich würde sagen, bis zuletzt. Ich meine, die Debatten des letzten Jahres. Das ist schnell erklärt. Und da können Sie auch erkennen. Also es läuft im Öffentlichen, Sie sind Narzisst, Sie wollen sich ein Denkmal setzen. Sie, jo, gut, ja. Das ist ja, er schikaniert das Land. Läuft zum dritten Mal der Film. Ja, genau. Und ist ja alles bewiesen, dass es nicht stimmt. Aber Sie haben ja nach der Ursache gefragt, warum ich einerseits resigniere und sage, das tue ich mir nie an, ich verbiege mich nie, und andererseits durchs Feuer gehe. Und da gibt es auch die klare Begründung. Weil ich davon überzeugt bin, dass es A, notwendig ist, B, richtig ist und C, gerecht ist. Und weil ich Ideale habe, die ich verfolge. Nämlich die ehrenwerten Berufe im Eisenbahnsystem tatsächlich auch in den Zustand zu bewegen, in den sie gehören. Und damit meine ich nicht die 3500 Führungskräfte bei der Deutschen Bahn, sondern ich meine diejenigen, die im Schichtsystem tätig sind, die draußen im direkten Bereich arbeiten, in den Zügen, auf den Stellwerken, in den Werkstätten. Das sind die Menschen, die hier Wertschöpfung betreiben und das System am Leben erhalten und nicht die, die sich die Taschen füllen und wieder verschwinden. Und das ist der Riesenunterschied. Hier habe ich etwas gefunden, wo ich Rechenschaft ablegen muss, aber nicht der Bild-Zeitung, sondern meinen Mitgliedern. Und das tue ich gerne. Und diese Rechenschaft ablegen bedeutet, wenn die merken, dass der Alte ein Narzisst ist, wenn der Alte sich bloß ein Denkmal setzen will, dann würden mich meine Mitglieder zum Teufel jagen. Das Gute ist, ich bin völlig unabhängig. Ich werde bezahlt von den Mitgliedergeldern der GDL-Mitglieder. Und das macht eine Freiheit, die ist unglaublich schön. Das macht die Freiheit zu wissen, solange ich die Interessen unserer Mitglieder, unserer Organisation verfolge, solange mache ich alles richtig. Tue ich das nicht mehr, muss ich mein Leben so geordnet haben, dass ich auch sofort abtreten kann. Das war übrigens vor jedem großen Tarifkonflikt der Fall, dass wir für uns Entscheidungen gefällt haben und gesagt haben, wenn es nicht mehr geht, tritt der Alte zurück und gut. Diese Anfeindung zu ertragen, fällt mir viel leichter, als mich krumm zu machen und mich einer Meinung zu beugen, nur weil ich A, argumentativ nie überzeugt worden bin, aber B, dann überstimmt werde unter der Überschrift, das ist jetzt die Parteilinie. Und das ist die Entscheidung, die ich für mich fälle. Ich muss das nicht. Ich bin die führende Kraft in der GDL. Das heißt aber, dass unsere Politikpersönlichkeiten wie Sie, die mit einem Wertesystem in die Politik wollten, eigentlich abschreckt. Ja, das würde ich so bestätigen. Und das finde ich das Schlimme daran. Das finde ich auch als gefährlich. Weil in dem Moment, wo eine Verknüpfung von Legislative und Exekutive gegeben ist, beziehungsweise eine Gleichschaltung, ist das Grundgerüst nicht mehr so, wie es eigentlich war. Und in der Zeit, in der Menschen entstanden sind, die ich schätze, Herr Bosbach, Herr Solms, Herr Brüderle, es gibt doch charismatische Politiker in der Vergangenheit, die auch auf ein Lebenswerk zurückblicken können und die am Ende des Tages, und da ist mir die Partei vollkommen egal, welche Farbe die hat, wo ich einfach Menschen sehe, die argumentativ und auch
charakterlich in der Lage sind, das eine vom anderen zu trennen. Und die sich eben nie unterwerfen, wenn eine Parteidoktrin ausgegeben wird unter der Überschrift, sie ist zwar eigentlich schwarz, aber ich wähle jetzt weiß. Und dass das sich verändert hat, das ist von meiner Sicht aus zeitbedingt. Aber dass es sich so schlecht abbildet wie jetzt, finde ich, hat etwas damit zu tun, dass das Streben nach der Macht einen höheren Rang hat als das Streben nach guten Dingen, nach guten Taten, nach etwas, was den Menschen wirklich hilft und was die Menschen besser leben lässt, als das vorher der Fall war. Und diese Unterscheidung mache ich sehr, sehr stark und finde an der Stelle, und das ist meine Entscheidung, weil mich kann ja auch niemand zwingen, ich finde, dass die Entscheidung genau richtig war. Wenn ich im September von der Bühne der GDL abtrete, ist meine Welt total in Ordnung und die meiner Gewerkschaft, meiner Mitglieder und der Eisenbahn, mindestens in dem einen Element, was Personal betrifft, ist auch total in Ordnung. Und das macht mich ein Stück weit stolz und froh. Aber es war nicht das Ziel, zu streiken, um diese Stolze und diese Freude zu erzeugen. Die hatte ich schon vorher, weil ich auch vor der letzten Runde schon im Eisenbahnsystem mit meinen Kolleginnen und Kollegen für Ordnung gesorgt habe. Und da kommen wir nochmal zurück auf diese Aussage, diktatorisch und. Ich lasse das immer stehen und grinse und sage, soll doch jeder glauben, dass die GDL geführt wird mit Anweisungen und. Wer das glaubt, weiß auch, dass die GDL im Prinzip schwach wäre. Wer die GDL erlebt und sieht, weiß, dass sie eben genau nicht schwach ist. Und wissen Sie, wodurch sie das schaffen? Indem sie eine offene Diskussionskultur führen und indem sie Streit in der Sache nicht nur zulassen, sondern geradezu provozieren. Weil der Streit in der Sache führt bei den Diskutanten zum Schluss zu einem gemeinsamen Ergebnis, das alle erwirtschaftet haben. Und nie nur einer hat die Richtung vorgegeben und bestimmt, es geht jetzt hier lang. Wenn wir in eine Auseinandersetzung gehen, ist die Mannschaft vorher davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und dann handeln die wie ihr Vorsitzender. Jeder auf seinem Platz. Und ich muss es halt abhalten. Das gehört zum Geschäft. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Sie haben gesagt, Sie sind Bosbach und Brüderle. Und respektieren Sie eigentlich Menschen, die politisch an einer ganz anderen Perspektive und Seite stehen als Sie, wenn Sie gut argumentieren? Natürlich. Vor allen Dingen, wenn die Argumente richtig sind und überzeugen. Darf ich mich doch nie festmachen an einer Farbe? Oder fest daran machen, dass ich am Anfang anders gedacht habe. Aber die schwarz-gelb waren und aus meiner Sicht sehr konservativ, deswegen respektieren Sie denn andere oder liberalere? Oder? Und die ich genannt habe, sind jetzt aus den beiden Parteien gewesen. Aber das gibt auch Persönlichkeiten, die ich respektiere und die ich gut finde. Ich habe zum Beispiel die Entscheidung eines Oscar Lafontaine als absolut richtig empfunden, als er sich aus seiner sozialdemokratischen Überzeugung aus dieser SPD verabschiedet hat. Bloß um nochmal eine andere Farbe ins Spiel zu bringen. Und da gibt es noch mehr Menschen, die charakterlich und intellektuell tatsächlich gut aufgestellt sind. Ich bin gespannt, was aus der Entscheidung und der Initiative von Frau Wagenknecht wird. Weil ich kann nachvollziehen, warum sie es getan hat. Ob ich das gutheiße oder nicht, spielt gar keine Geige. Ob das erfolgreich wird, schauen wir mal. Ich will gleich wieder über die Arbeiter reden, aber jetzt will ich erstmal über Studenten reden, weil Sie vorhin gesagt haben, jetzt haben die nur studiert in der Politik, während der andere im Ortsverein sich hochgearbeitet hat, mit den Menschen geredet hat. Jetzt würde ich da gerne ein Streitgespräch machen, weil ich habe auch studiert, komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich fand es nur studiert jetzt auch nicht leichter als die Leute, die dann in den Ortsverein gegangen sind und abends diese Sachen durchgesprochen haben. Also warum werten Sie das dann so ab? Ist ja auch eine große Leistung für Menschen. Sagte, ja? Genau deswegen muss man in einer offenen Kultur in der Sache streiten oder debattieren können. Ja, deswegen Sie missdeuten ich Sie, meine Ausführungen, deswegen ich Sie, weil Sie haben ein Wort reingelegt, was und zwar überbetont, was ich so gar nicht gemeint habe. Welches? Nur, haben Sie gesagt, studiert. Mhm. Und damit werten Sie das ab. Das habe ich nicht getan. Okay, auf mich wenn hat Sie aber so studieren gehört, und Sie am Anfang haben. Eines Berufslebens stehen, wissen Sie, wie ich auch, dass Sie nun niemals mit 25 Jahren Berufserfahrung glänzen können. Die können Sie sich erst erwerben. Wenn aber Ihr Beruf Politiker ist, den Sie dann ergreifen, dann haben Sie das Problem, dass Sie als Berufsanfänger natürlich sehr wohl darauf angewiesen sind, Berufserfahrung zu sammeln. Und wenn diese ganze Berufserfahrung daraus besteht, sich der Parteilinie unterzuordnen, fehlt mir am Ende das Bild des Abgeordneten, der nur seinem Gewissen verpflichtet ist und seine Entscheidung nicht auf die der Partei vorgegebenen abstellt, sondern sie nach seinem Gewissen fällt, nach seiner Überzeugung. Das ist der Unterschied. Ich habe weder was gegen Studierte, noch dagegen, dass Menschen vom Studium weg einen Beruf beginnen. Ich
Wettbewerb übrigens. Bei der GDL haben wir jetzt mehrere Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die Berufsanfänger sind. Weil das ist auch so eine bescheuerte Erscheinung in unserem Lande, dass man im Prinzip die einstellt, die schon 25 Jahre Berufserfahrung haben. Ja, darauf wollte ich auch hinaus, zum Beispiel. Bezahlt werden wie ein Berufsanfänger. Das stimmt, was im Wertegefüge nicht. Lebens- und Berufserfahrung ist mehr als wertvoll. Genau, weil mir wäre es aber wichtig, beides gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen, weil sonst haben wir halt dieses Elitenbashing. Ja? Dann haben wir da, die sind die nur Studierten, die sind in der Politik, die sind die mit Arbeitskräften. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie individuell jeder Mensch mit seinen Ressourcen umgeht und wie er sie dann einbringt. Also mir persönlich, weil es gibt gerade auch ein Elitenbashing oder die gegen jene, sie haben glaube ich auch nicht studiert, aber sich viel Wissen angeeignet. Und es gibt viele Studierte, die dann trotzdem viel Wissen nicht angeeignet haben. Es gibt viele mit Berufserfahrung, die sind ihre Zeit abgesessen, andere haben wenig Berufserfahrung, sind aber viel rumgerannt. Also ich glaube, für mich ist es wichtig, dass wir nicht in Lagern uns gegenseitig da Es findet ja leider ausspielen. Immer wieder statt. Dieses Lagerdenken oder dieses Zuordnen, das gehört ja zu einer verkürzten Debattenkultur. Nur wenn Sie zuordnen und damit abstempeln, schaffen Sie es, die Debatte kurz zu halten. Wenn Sie sich nämlich auf eine Diskussion einlassen und mit Sachargumenten gewinnen wollen, dann wird die Debatte erstens etwas länger und zweitens, und das ist die entscheidende Komponente, sie wird viel anstrengender, als Ihnen lieb ist. Weil Sie nie einfach gewinnen über einen Satz und einen abstempeln, sondern weil Sie erst gewonnen haben, wenn Sie Ihre Meinung, Ihre Überzeugung der anderen Person rübergebracht haben und sie akzeptiert. Es geht ja nie bloß ums Rüberbringen. Das ist ja das Problem bei Kommunikation. Was sage ich und was nehmen Sie auf? Und das haben wir gerade jetzt erlebt. Ich finde das klasse. Nur was ich eben vermisse, ist eine offene Debattenkultur, eine offene Streitkultur, die sich darum hangelt, dass sie eine bestimmte Sache nach vorne befördern will. Ob das Lebens- und Arbeitsbedingungen sind wie in einer Gewerkschaft, ob das neue technische Errungenschaften sind, ob das die Frage ist, welche Gesetzesform das gegossen werden muss. Das sind doch alles ehrenwerte Ansätze, die notwendig sind und die erledigt werden müssen. Aber es wird mir zu kurz gehalten und nie genug debattiert und nie genug gestritten, um den bestmöglichen Weg rauszuarbeiten. Wenn wir beide uns ob politisch oder in einer Sachfindung hier in den Streit begeben, empfinde ich das in keinster Weise als A, ehrverletzend oder B, unschicklich. Im Gegenteil, man darf nie die Person verletzen, man darf nie die Sachebene verlassen. Das ist wichtig in den Diskussionen und das findet alles in der GDL statt. Und deswegen habe ich nur ein müdes Lächeln, wenn gesagt wird, dass die GDL geführt wird wie von einem Diktator. Ich will an der Stelle auch sagen, warum das nie geht. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaftsseite. Die Arbeitgeberseite arbeitet mit Anweisungen. Wer diesen Anweisungen nicht folgt, ist nicht mehr lange da. Ich kann also in Industriekonzern oder in Industriebetrieb oder in Dienstleistungsunternehmen kann ich aus Amerika führen und trotzdem komplett meine Doktrin umsetzen, weil ich in der Lage bin, per Anweisung die Führungskräfte genau dorthin zu bewegen, wo ich will. Das können Sie mal als Gewerkschaftsvorsitzender probieren. Ja. Wissen Sie, was da passiert? Da gehe ich Sozialhilfe beantragen, weil die Mitglieder in der Gewerkschaft freiwillig drin sind und die werden einen Teufel tun, sich dem Stress auszusetzen, den dieses Land hier verbreitet, wenn jemand streiken geht. Früh in der Bildzeitung begrüßt zu werden als gefräßige und unbotmäßige Eisenbahner, mittags im Mittagsmagazin beschimpft zu werden als diejenigen, die das Land in den Untergang treiben und abends, wenn sie nach Hause kommen mit der Familie, die Frage beantworten müssen, was machst du hier gerade? Dein Einkommen sinkt, weil du im Streik bist. Das ist der Unterschied. Gewerkschaftsmitglieder haben sie freiwillig und wenn sie die zu einer solidarischen Aktion bewegen wollen, können sie das nur durch Überzeugung und nur durch Vorleben und nur durch Sachargumente. Und wenn eins von dem nicht sticht, da erleben sie genau das, was das Sprichwort beinhaltet. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist der Unterschied. Und deswegen kann ich an der Stelle einfach nur lachen und sagen, sollen sie doch weiter solche Dinge verbreiten. Es ist genau falsch. Aber es macht ja nichts. Es ist ja schneller geschrieben und so behauptet, als sich mit der Sache selber auseinanderzusetzen. Und das sehe ich etwas, was mir gut tut, nämlich eine aufsteigende Gewerkschaftsbewegung insgesamt. Es ist nicht nur die Eisenbahn, es ist nur die GDL, es ist nur der Weselski, es wird ja immer so schön dargestellt, sondern ich sehe hier eine Zunahme an Mitgliedern. Wie viele mehr sind es jetzt inzwischen? Wir sind jetzt über 40.000 drüber.
Aber das ist nie die Zunahme an Mitgliedern der GDL, sondern insgesamt meine ich. Ich kann die Jahreszahl nicht mehr sagen. Ich glaube, es war 2020, wo das letzte Mal die Feststellung von der Monopolkommission getroffen wurde. Es sind nur 18% aller abhängig Beschäftigten in Gewerkschaften organisiert. 18, nie 80. Und das ist eine Schwäche. Und dadurch, dass die Gewerkschaften schwach sind, haben wir auch Phasen erlebt, in denen die Arbeitgeber vor Lachen nicht mehr in Schlaf kamen. Und in dem Moment, wo die Gewerkschaftsbewegung erstarkt, wo also mehr Menschen davon überzeugt sind, dass es richtig ist, in einer Gewerkschaft zu sein und sich in einer Gewerkschaft auch gegen Ungerechtigkeit zu wehren und dafür Sorge zu tragen, dass Einkommen und Arbeitszeitbedingungen verbessert werden. Genau in der Phase befinden wir uns. Und das macht mich froh und das macht mich glücklich. Und das sage ich mal ganz offen, da kann ich auch mit der Schelte leben, die mir dann all die Gesättigten gegenüber zum Ausdruck bringen, denen es wesentlich besser geht als all denjenigen, die draußen mit ihrer Hände Arbeit dafür sorgen, dass es uns nämlich überhaupt so gut geht. Dienstleistung ist das eine. Was haben wir denn hier für ein Desaster im Handwerk? Sowas kommt von sowas, sage ich an der Stelle. Sie sitzen ja heute, auch wenn Sie sich jetzt schon selber gelobt haben, ich weiß gar nicht mehr machen muss, Sie sitzen ja heute deswegen hier, weil ich kenne die USA ganz gut, ich habe das studiert, ich war auch dort und die haben jetzt eines der historisch größten Gefälle zwischen Arm und Reich. Und der ehemalige Wirtschaftsminister von Clinton hat da ganz schöne Erklärvideos für seine Studierenden gemacht und das ganz eng verzahnt mit der Art und Weise, wie dort die Gewerkschaften, die Unions niedergemacht wurden. Union-Bashing, ja. Richtig. Und sich selbst eigentlich auch abgeschafft haben. Also immer mehr Menschen, die eben zu so Gewerkschaftssitzungen kamen, wie Sie jetzt beschrieben haben, haben im Zweifelsfall dann eigentlich dem sie ausbeutenden Unternehmer Recht gegeben. Also die haben verinnerlicht, der macht's doch toll, der beutet uns aus, er wird immer reicher, er weiß, wie es geht. Und irgendwann, also wurde im Nachhinein... Wir leben mit dem, was er uns abgibt. Mhm. Und umgekehrt, sie verinnerlichen, dass wenn sie wirklich was drauf hätten, deswegen habe ich vorhin auch über diesen Mythos in Ostdeutschland so, wenn sie wirklich was drauf hätten, werden sie irgendwann so wie er. Werden sie selber Unternehmer. Ja, genau. Ja, und sie denken, sie werden dann irgendwann Unternehmer und dann machen sie es genauso und lassen die anderen umsonst. Und es werden ja immer weniger Menschen, aber sie werden immer weniger Menschen immer reicher, aber eben immer mehr Menschen auch immer ärmer und immer prekärer und die Schere klafft. Und für mich sitzen Sie hier, weil ich finde es einen spannenden Moment in Deutschland, dass vielleicht gerade durch das, was Sie die letzten Jahre und jetzt vor Ihrer Rente bei aller Kritik und ich kann auch noch zig böse Stimmen, die sagen, jetzt hat der Weselski schon wieder, wir haben Verluste gemacht, es hat gekostet, es hat Leute, die als Freischaffende sind, sauer sind, wenn sie ihre Aufträge nicht bekommen. Also sie haben schon viele Kollateralschäden verursacht. Unstrittig, ja. Ja, das haben sie und vieles, was man kritisieren kann. Aber diesen Kampf finde ich in unserer heutigen Zeit, wo es darum geht, dass eben ganz wenige immer reicher werden und ganz viele Kleine denken, sie sind für ihren Erfolg alleine zuständig, eigentlich eine Leistung, die man, glaube ich, fast verloren geglaubt hat. Also auch wenn Elon Musk hierher kommt und erstmal sagt, organisiert euch nicht. Gibt keinen Betriebsrat und Gewerkschaft schon gar nicht. Ja, sie kämpfen eigentlich den Kampf von etwas schon Totgesagtem. Und weil wir in vielem eigentlich das machen, was in den USA passiert, nur ein bisschen später, interessiert mich schon, was sie angetrieben hat oder was sie antreibt. Oder ist es auch in Ihnen so ein Wunsch, so ein Erbe hier in diesem Land? Viele sagen, er will sich ein Denkmal setzen. Sage ich immer, okay, gut, selbst wenn es ein Denkmal für ihn gäbe, für was will er denn ein Denkmal? Ja, also, nein, das ist das Gerechtigkeitsbewusstsein, was hier zum Tragen kommt. Und wenn Sie das selbst erlebt haben und wissen, wie das dazugeht, sage ich Ihnen, das, was ich hier wahrnehme, ist viel zu viel Amerikanismus in Deutschland. Und zwar über Jahrzehnte. Wir haben immer geglaubt, dass das, was die Amerikaner machen, schon von Haus aus richtig ist. Ja, darf ich da auch nochmal eingrenzen? Union-Bashing findet hier auch in Deutschland statt. Das kann man an uns ganz klar sehen. Und nicht nur an uns, sondern auch an anderen Gewerkschaften. Und von der Frage her, ob wir uns auf dem Weg befunden haben, beantworte ich das mit Ja. Genau. Denn das Tarifeinheitsgesetz, das diese Bundesregierung, übrigens meine CDU, damals mitgetragen hat, was hier dann ins Leben gebracht wurde von einer SPD-Ministerin mit Namen Nahles, das ist der klare Beweis dafür, dass Gesetze zur Anwendung gebracht werden, die die Gewerkschaften klein halten sollen. Das Tarifeinheitsgesetz wendet sich gegen die Gewerkschaften, die Schlag- und Kampfkraft haben. Das ist Cockpit, das ist der Marburger Bund, das ist die GDL. Und bei uns ist der Versuch nun kläglich gescheitert. Alle Welt hat begreifen müssen, das Tarifeinheitsgesetz wurde erfunden, aber es bringt nie die Wirkung, die es bringen sollte.
Und jetzt werden wir uns mal die Karten legen müssen, ob in dieser Deutschen Bahn, dem bundeseigenen Unternehmen, die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes tatsächlich so sein darf, wie sie jetzt zurzeit angewendet werden. Wir sind seit 2,5 Jahren auf dem Gericht, wir achten Recht und Gesetz. Und trotzdem ist das der Versuch gewesen und die rechtliche Legitimation zur Vernichtung von Gewerkschaften. Und die Begründung, die dort dazu gebracht worden ist, war nicht bloß Halbseiten, sie war eine glatte Lüge. Denn es gab zu der Zeit viel weniger Auseinandersetzungen. Aber die, die geführt worden sind von den Piloten, von den Ärzten, von den Lokomotivführern, die waren einigen Herrschaften schon zu viel. Und dass dieser Mainstream zum Schluss in ein Gesetz gegossen worden ist, das halte ich für die fatalste Fehlentwicklung. Dass wir vorher schon Fehler gemacht haben, und zwar auch in meiner Partei, als wir 1993 die Privatisierung der Eisenbahn vorangetrieben haben und alles so getan haben, als hätten wir das Heil der Welt, wenn das privatisiert ist, wenn das eine Aktiengesellschaft ist. Da kann ich nur müde grinsen, weil jeder Mensch in diesem Land mittlerweile erlebt, was aus der Eisenbahn geworden ist. Und das verschulden nicht die Lokführer, nicht die Zugbegleiterin, nicht die Fahrdienstleiter, nicht die Werkstattmitarbeiter. Das verschuldet ein Aktienvorstand, der heute diese Deutsche Bahn AG lenkt. Das, was wir erleben, unpünktlich und unzuverlässig, ist nicht das Versagen der Menschen in dem direkten Bereich, sondern derjenigen, die für die Organisation verantwortlich sind. Aber wir haben gerade zusammen festgestellt, es wurde versucht, auch in Deutschland dieses Gewerkschaftswesen eigentlich auszuhebeln von Parteien, die als etablierte demokratische Parteien sind, Arbeiterpartei, ja. Volkspartei, so heißen sie. Dann wundert man sich, dass das Phänomen Volksparteien ausstirbt, wenn man ja eigentlich vielleicht genau solche Dinge tut, denn in der Summe sind mehr Arbeiter als Aktionäre immer noch in der Gesellschaft. Trotzdem frage ich mich manchmal, wie es kommt, dass dann trotzdem viele, ich hasse auch den Ausdruck, aber nehmen wir der kleine Mann, eher wütend sind auf Gewerkschaft oder Sie sagen, sind ja nur 18% organisiert. Warum gehen nicht 60% in eine Gewerkschaft und sagen, wir sorgen ja für uns? Das ist auch Methodik. Das kommt auch aus Amerika. Dass sie nämlich als Arbeitgeber die freie Entscheidung haben, ein Tarifergebnis, das eine Gewerkschaft im Arbeitskampf erzwungen hat, wie unseres, wofür wir Millionen ausgegeben haben an Streikgeldern, dass dieses Tarifergebnis zum Schluss auf alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben angewendet wird. Und zwar jetzt in den Betrieben, die GDL mehrheitsgeführt sind. Also diejenigen, die sich den Beitrag sparen, kriegen dieselben Ergebnisse einfach geschenkt. Also das System ist schon klasse angelegt, um Gewerkschaften in die Bedeutungslosigkeit zu bringen. Das muss man ganz klar sagen. Und die Gewerkschaften haben die Fehler erkannt, haben ihre Schwäche gesehen und haben sich verändert und zeigen jetzt der anderen Seite, dass die Fragmentierung von Produktionsprozessen, nehmen Sie den Flughafen, das war früher alles eins. Der Flughafen selbst, die Sicherheitsdienste, die Bodenpersonale, das war öffentlicher Dienst. Wer hat das denn zerlegt in lauter Einzelteile? Wer hat das denn privatisiert? Da lache ich immer und sage, sind dieselben, die jetzt krähen, wenn erst die eine Truppe streikt und dann die andere Truppe streikt. Als sie noch in einem Tarifvertrag, nämlich im öffentlichen Dienst waren, war immer Friedenspflicht für die gesamte Laufzeit eines Tarifvertrages. Die Zerlegung in die einzelnen Produktionsketten durch die Arbeitgeberseite mit dem Willen und der Idee, die Einkommen abzusenken über Wettbewerbsdiskussionen, hat dazu geführt, dass wir jetzt lauter verschiedene Laufzeiten haben und ich sag mal, im Monat 1 streiken die Bodendienste und im Monat 3 streiken dann die Sicherheitspersonale und im Monat 5 sind es dann die Piloten oder im Monat 6 sind es dann die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Das waren dann nicht die Entscheidung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das war die Entscheidung der Arbeitgeberseite. Und da muss man eben mit dem leben, was man tut. Das heißt, bei allem, was du tust, bedenke das Ende. Und von daher sage ich ganz offen, sowohl die Privatisierung von entscheidenden Elementen wie Bahn und Post und Telekom, als auch dann später das Tarifeinheitsgesetz sind ganz klare Fehlentscheidungen. Und jetzt kommen wir zur Fehlerkultur in diesem Land. Weder im Management noch in der Politik gibt es eine Fehlerkultur dergestalt, dass man mal analysiert, wie gut denn die Entscheidung von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren oder wann auch immer war und ob man sie nie korrigieren muss. Und wenn man den Weg der Korrektur beschreitet, ob man dann nicht einfach und ganz erfrischend zugibt, okay, ich habe das damals ganz anders gesehen, heute muss ich feststellen, es war eine Fehlentwicklung. Und diese Fehlentwicklung begegnen wir jetzt dadurch, dass wir das und das machen. Und dann noch eins zu unserer Marktwirtschaft in Deutschland. Und das ist mein Vorteil. Ich habe 10 Klassen polytechnische Oberschule gehabt, die war aber von der Grundausbildung her recht gut. Ich komme damit durchs Leben.
Es gibt noch einen ganz anderen Trick. Wenn Sie selbst einen Mangel haben, wie zum Beispiel strukturiertes Denken, was man im Studium lernt, können Sie das wunderbar ausgleichen, indem Sie sich mit Menschen umgeben, die genau das können. Das heißt also, Ihre eigene Stärke fußt immer auf einer Teamleistung, niemals auf einer Eigenleistung, die Sie nur bewirken. Sie können das Bild abgeben, dass Sie das alles zusammengeführt haben und dass Sie das auch nach vorne treiben. Was ich gelernt habe, ist, Marktwirtschaft als Instrument hat eine unglaubliche Dynamik, einen unglaublichen Drive. Wettbewerb gehört dazu. Ohne Wettbewerb haben wir die Entwicklung nie. Aber, und jetzt kommt's, das Soziale in der Marktwirtschaft, und das hat Ludwig Erhard reingesetzt, und da waren wir noch lange nicht dabei, aber ich finde es richtig, das können nur Gewerkschaften bewirken. Es gibt keine andere Kraft, die das Soziale in der Marktwirtschaft abbilden kann. Weil keine andere Kraft auch wirklich eine Kraft entfalten kann, um der Arbeitgeberseite mal zu sagen, bis hierhin und nie weiter. Und das haben wir irgendwie verlernt gehabt, zumindest in Teilen. Und das haben wir verlernt bekommen, weil wir über nicht vorhandene Mitglieder immer schwächer geworden sind. Und wenn das sich jetzt wieder andersrum bewegt, müssen wir einfach nur aufpassen, dass diejenigen, die jetzt als Politiker tätig sind, sich langsam mal abgewöhnen, wenn ihnen was nicht passt, als erstes zu rufen, wir müssen das Grundgesetz ändern. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das gelernt und gelesen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, was für eine Qualität Mensch muss damals zusammengekommen sein, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, als sie das geschrieben haben. Und da kriege ich einen Ausschlag, wenn ich dann solche junge Menschen sehe, die 30 Jahre alt sind, gerade am Beginn ihrer Berufspolitikerkarriere und sich dann hinsetzen und sagen, ja, da müssen wir eben das Grundgesetz ändern. Da kriege ich Ausschlag. Das ist sowas von gefährlich und sowas von Gift im Brunnen, dass ich einfach mich dagegen wehre, und zwar aus Gerechtigkeitsgefühl. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich zwar gewerkschaftspolitisch agiere, aber trotzdem politischer Mensch bin. Und weil ich mich nicht unterordne, ist mir es auch egal, ob mich bestimmte Parteikollegen in der CDU gar nicht in der CDU sehen wollen. An der Stelle passe ich vielleicht in gar keine Partei, weil ich es immer noch mit Logik und mit Argumentation halte. Ich bin da ganz bei Ihnen, möchte Ihnen aber jetzt sagen, dass mich das berührt hat, dass Sie das Grundgesetz so anfasst, wo man merkt, Sie haben sich das angeeignet, vielleicht auch wie ich. Und dass ich, sage das jetzt auch, weil Sie vorhin über 2015 und Asylrecht geredet haben, dass ich das aber auch beim Asylgesetz denke. Da denke ich auch, was für ein Kaliber Mensch saß da nach dem Krieg da und hat gesagt, in Zerrütteten, in Trümmern, wir sind zuständig, Menschen zu helfen. Und dass, wenn wir da Kürzungen machen, dass ich dann auch denke, ich habe das nie erlebt, was die erlebt haben. Und vielleicht ist es auch meine Aufgabe, über das Erbe dieser Menschen nachzudenken, auch wenn die Komplexitäten dieser Welt heute größer sind. Also ich habe Das ist die Aufgabe der Wählerinnen und Wähler. Ja, ja, nur ich wollte Ihnen nur sagen, bei einem Thema, wo Sie dann nicht so dran hängen, empfinde ich eine große Treue zu den Gründervätern und Gründermüttern des Grundgesetzes, wo dann andere auch leichter sagen, lass uns da was wegstreichen, weil das passt nicht mehr in unsere Zeit. Weil ich glaube auch, dass wir da das Wort Kaliber auch richtig ist. Ich denke immer, dass was waren das für Kaliber in diesen Trümmern nach dieser Zerstörung? Ja. In so vielen Feldern intellektuell die Kapazität zu haben, trotz der Traumata noch in so viele Lebensrealitäten hineinzudenken, dass wir heute noch von diesen Gesetzen eigentlich die bessere Demokratie hätten. Dass meistens immer, wenn es gekürzt wird, nicht bei allen Themen, es gibt sicher Freiheitsthemen, die wir grundsätzlich verbessern, aber oft auch beschnitten werden, wenn wir weggehen von unserem Erbe. Trotzdem müssen Sie natürlich jede der Regeln, die dort verankert sind, kann man nie gegeneinander aufwiegen, kann man auch nie unbedingt in eine Wertigkeit bringen, obwohl Wertigkeiten hinterlegt sind. Es gibt Regeln, die haben höheres Recht und höheres Gut als andere. Auch das muss man mit bewerten, wenn man das Ganze anschaut. Und an der Stelle sage ich auch offen und ehrlich, die Grundregeln, die gemacht worden sind, sind doch deswegen nie schlimm und nie schlecht. Wir sollten vielleicht mehr Zeit und mehr Schweiß der Edlen drauf verwenden, um allen Menschen das auch nahezubringen, dass diese Grundregeln, aber genau das wird ja nicht gemacht. Es wird ja teilweise mit einer unglaublichen Energie das so umschrieben und beschrieben, dass der Nukleus gar nicht zum Vorschein kommt. Wir erleben ja Menschen, die reden eine Viertelstunde und haben nichts gesagt. Und ich weiß gar nicht, für was man die Viertelstunde eigentlich dürfte, der nicht bezahlt werden.
Aber man erfindet Tage, ja? Man erfindet Tage zu bestimmten Anlässen und dann zu kann man die auch feiern. Zu DDR-Zeiten gab es einen schönen Spruch, der hieß, wenn du Frühstück und Mittagspause durcharbeitest, kannst du 25 Stunden abrechnen. Ich sympathisiere ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch deutlich geworden, tatsächlich mit Ihrem Kampf in der Hinsicht, weil Sie sagten gerade, es gibt keine Fehlerkultur. Und ich würde sagen, es gibt eine Fehlerkultur und die profitieren, wissen, dass sie profitieren und dass gesamtgesellschaftlich aber ein Verlust entsteht. Also ich glaube, man würde jetzt solche Unternehmen nicht wieder privatisieren, weil inzwischen profitieren davon bestimmte Menschen, die haben sehr viel Macht und die würden ihre Privilegien auch ungern wieder rückabgewickelt sehen. Ja. Und daher, es gibt eine Fehlerkultur und ich würde sogar weitergehen als Sie. Ich würde sagen, es gibt eine Pflege der Fehlerkultur, solange Sie die richtigen auch teilweise bevorzugt. Jetzt sitzen wir da und betreiben klassisches Elitenbashing. Das Nein, müssen wir auch kritisch betrachten. Ja, doch, machen wir gerade schon ein bisschen, aber ich Sie denke, vielleicht, ich nicht. Vielleicht schon ein bisschen, da würde ich jetzt selbstkritisch das schon sagen. Aber es ist was mich beschäftigt in diesem Land, weil das, was Sie beschreiben, nämlich kommt ja bei vielen so an, so wie sagen, es wird durchgestreikt das ganze Jahr über. In vielen gesellschaftlichen Bereichen haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, und der ist teilweise auch messbar, man sagt dann Reformstau dazu, aber sei es Verkehrspolitik, sei es Bildungswesen, sei es Gesundheitswesen, Krankenhäuser oder deren Gewerkschaften haben es nochmal viel schwerer zu streiken. Es gibt noch viel schlimmere Bereiche. Ja. Richtig, ja. Also wir merken oder viele merken und es gibt einen Diskurs, es gibt auch Rankings, wo wir als Land abfallen, sei es subjektives Glücksempfinden oder eben ja, Standard unserer mancher Gebiete. Sie haben ja jetzt lange gekämpft mit Mächtigen. Sie sind schon, finde ich, in der Rhetorik auch des kleinen Mannes gegen Menschen in Nadelstreifenanzügen, sagen Sie es. Da gibt es ja auch ein Buch. Das heißt Nieten in Nadelstreifen. Nieten in Nadelstreifen, das habe ich damals dann recherchiert, als ich gehört habe. Und ich fand diese Rede gut, die Sie da gehalten haben. Sie haben da eine Wut. Ich glaube, Sie können diese Wut auch inszenieren in Teilen. Also weil Sie sie fühlen, können Sie sie abrufen, schauspielerisch in Ihren Reden einsetzen. Ich finde es deswegen nicht gefaked, sondern Sie brauchen sie da und sie ist generell... Authentisch müssen sie genau, bleiben. Genau, genau. Ja. Aber darüber will ich schon am Ende reden. Es geht ja in der Demokratie. Sie haben von sozialer Marktwirtschaft geredet. Sie kann am Ende nur funktionieren, wenn der Wohlstand für mehrere Menschen in der Form sicher ist. Und ich glaube, dass deswegen im Moment auch die Radikalisierungstendenzen in dieser Gesellschaft so groß sind, weil der Wohlstand für viele nicht gesichert ist und die Ängste groß sind. Sie versuchten jetzt in der Gewerkschaft ein Stück weit Dinge gegenzusteuern. Sie werden jetzt in Rente gehen. Ich möchte schon gern wissen, was Ihre Sorgen sind. Also jetzt sagen Sie gerade, sind wir gestärkt rausgegangen, es kommen mehr Menschen, Sie haben bestimmte Dysfunktionalitäten wahrgenommen, Sie haben Vertrauen in viele Politikerinnen und Politiker verloren, würde ich jetzt mal sagen, so wie Sie wirken. Kann ich auch ganz klar sagen, ja. Ja. Das kann man festmachen an ganz klaren Ereignissen und. Weil Sie nicht an die Bürgerinnen und Bürger denken oder nicht an deren Interesse oder warum haben Sie dieses Vertrauen verloren? Weil Sie die nie erreichen. Weil Sie nie erklären können, wie Ihre Politik eigentlich zu einem Ergebnis kommt und wie sie funktioniert. Weil es ist keine Politik, wenn ich in der Talkshow einen Diskurs führe, aber im Kabinett oder in den Hinterzimmern nie in der Sache streite, bis ich eine gemeinsame beste Lösung habe. Die machen ihren Streit in der Öffentlichkeit und bringen damit die Menschen in Wallung, ohne dass die Menschen das ändern können. Würden die aus einer Nachtsitzung kommen und uns mitteilen, das ist unsere Lösung, wir haben alle darum gerungen, das ist die Kompromisslösung, die wir gemeinsam gefunden haben, und würden die dann auch gemeinsam vertreten und erklären können, warum sie es so gemacht haben, dann würden die Menschen auch wieder dran glauben, dass Politik in der Form, in der es stattfinden kann, für sie gut und richtig ist. Schauen Sie sich doch mal an, was in den letzten Jahren jetzt passiert ist. Wir wollen in die Transformation, wir wollen zu neuen Energien. Wo ist denn das Fördergesetz? Wo ist denn eine klare Richtlinie, die Stabilität hat? Hier werden Förderprogramme vom Sonntag zum Montag eingestellt, wo Menschen, ich will nicht sagen, ihre Existenz draufsetzen, aber Projekte aufsetzen, die rechnen fest mit solchen Geldern. Über Nacht weg, bumm, einkassiert. Das ist doch überhaupt nichts mehr verlässlich. Das treibt die Menschen um. Und die Frage der Qualität der Politik, verlässliche Gewerkschaftspolitik zu machen, Mitgliedern zum Beispiel aufzuzeigen, das geht jetzt nicht.
Das ist zwar ein hehres Ziel, aber das ist im Moment nie umzusetzen. Aber wir behalten das im Blick. Diese Langfristigkeit, hier wird doch nur noch kurzfristig gedacht. Mehr wie 2 Jahre wird nie regiert, weil dann beginnt man schon wieder mit dem Wahlkampf. Und es ist nie mehr das Ziel, eine gute Politik zu machen, sondern es ist das Ziel, seine Macht zu erhalten. Das erlebe ich. Und von daher sage ich mal ganz vorsichtig, wenn man alles tut, auch aus der eigenen parteipolitischen Überzeugung heraus, sich da verbiegt, um zum Schluss an der Macht zu bleiben, dann stelle ich mir die Frage, was das für eine Form von Grundsatzprogramm ist und von einer Form von einer Basis, die dann gebogen wird. Meine Basis würde einfach austreten und ich würde ohne Einkommen dastehen. Und deswegen finde ich eine Gewerkschaftskonstruktion ganz besonders gut. Nur ist in der Partei der Austritt auch freiwillig oder der Eintritt. Da würde ich Ihnen aber ein bisschen widersprechen. Weil und trotzdem haben wir die Erscheinung, wie wir sie haben. Sie wollten aber eigentlich auf einen ganz anderen Ansatz hin, nämlich ich würde noch einmal wovor haben wir Angst und wo wollen wir hin? Moment, ich würde Ihnen noch kurz widersprechen, weil dass wir alle 2 Jahre gewählt haben, also das. Nein, ich habe gesagt, nach 2 Jahren Politik beginnt der Wahlkampf für die nächste Wahl. Ja, ja, aber das war schon immer so. Also es muss ja noch was anderes. Also das war seit das politische System der BRD war ja so gestrickt. Ne? Also deswegen glaube ich, das war schon immer so, dass das Machterhalt und das ist ja auch nicht falsch und auch nicht schlecht per se. Nur es wäre wichtig für diese Macht auch was tun zu wollen. Also im Moment glaube ich, fühlen viele nicht mehr genau, wofür eigentlich jemand regieren will. Also bei der Ampel sagen ja viele, die Werte sind verloren. Ja, jetzt sind sie an der Macht und was machen sie denn eigentlich? Mhm. Jetzt haben sie die Macht, da wollten sie hin, sie standen für Wandel, so kamen sie raus. Ne? Diese 3 Neuerungen, Zukunft, haben wir jetzt in diesen 3 Jahren Ampel, Neuerungen, Zukunft erfahren, die meisten eher nicht. Also ich glaube, dass für viele gar also nicht also Neuerungen gab es schon. Ja. In Zukunftsvision fehlte. Ja, aber es gab ein bisschen Aktionismus, kann genau, man jetzt bilanzieren. Aktionismus. Ja. Warum, meinen Sie, ist das so? Ich komme in meiner Analyse zu dem Schluss, die Schnittmenge reicht überhaupt nicht aus für diese Koalition. Die Schnittmenge an Gemeinsamkeiten, um zusammen eine Politik zu machen, die für unser Land die richtige ist, die reicht überhaupt nicht aus. Ich glaube, die Kompromissfähigkeit bei allen war zu klein. Sie wollten sich innerhalb ihrer Koalition Kompromissfähigkeit, weiterhin profilieren. Ja, aber ich widerspreche Ihnen an der Stelle, weil jeder Mensch, jede Organisation ist nur bereit und in der Lage, eine bestimmte Kompromissmenge zu machen. Da bin ich bei mir als Person. Wenn ich einen Kompromiss mache, muss ich davon überzeugt sein, dass ich den auch aushalte. Die Kompromissfähigkeit ist erst der letzte Punkt im Gesamtgefüge. Sie müssen erstmal in der Grundkoalition feststellen, ob Sie genügend Gemeinsamkeiten haben, weil Sie sonst nämlich Dinge überbrücken müssen, die Sie im Kompromiss nie finden werden. Ich mache das ein ganz einfaches Beispiel. Ich stelle eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein. Sie erklärt mir ihre Gehaltsvorstellung. Und ich weiß, welche Gehaltsgefüge innerhalb der GDL abbildbar sind, weil wir leben von Mitgliedergeldern. Da kommen wir zu einer Differenz, wo ich offen und ehrlich in dem Bewerbungsgespräch sage, die ist nie überbrückbar. Das lässt sich nie im Kompromiss finden, weil beide Seiten unzufrieden sind. Wenn Sie eine Differenz im Gehalt von 20.000 Euro haben, Vorstellung der Mitarbeiterin, der Neuen und Möglichkeiten des Unternehmens GDL. Wenn das so eine große Delta ist, das können Sie nie im Kompromiss überbrücken. Entweder hat einer gepokert, oder? Ja, aber ich glaube, da bin ich jetzt flexibler. Das ist nicht überbrückbar. Und ja. Da müssen Sie sagen, dann kommen wir nicht zusammen. Und das ist das, was ich als die Grundkomponente in dieser Koalition sehe. Es ist nie genügend Gemeinsamkeit da, nie genügend Schnittmenge von Übereinstimmung in der Bestimmung der Werte, in dem Willen, wo man eigentlich hin will. Und deswegen sind die Kompromisse immer so groß, dass sie gar nicht tragen. Die werden geschlossen und platzen anschließend. Und der Witz ist, sie platzen in der Öffentlichkeit. Das Schönste, was wir erleben dürfen, ist, dass jemand die Politik direkt in einer Talkshow, bei wem auch immer, macht. Ja, das haben wir ja auch alle zuschauen müssen. Ich glaube, das Kompromiss, das könnte. Ich bin der Überzeugung, dass eigentlich jeder für sich nicht klar genug definiert hat, wohin er wirklich will in dieser Zeit. Also, dass jede der 3 Regierungsparteien für sich eigentlich ihren Kompass und ihre Ziele nicht klar genug hat und sie deswegen ihre Kompromisse auch nicht gut genug schließen können. Ich glaube, im Gegensatz zu Ihnen, dass man besser Kompromisse schließen kann mit Menschen, die klarer wissen, was sie wollen, weil sie dann auch Zwischenziele besser aushalten, weil sie wissen, sie sind auf dem Weg. Aber ich habe bei den 3 im Moment das Gefühl, dass so der Weg und das Ziel bei denen gar nicht so klar waren. Und daher sind die Kompromisse genauso Larifari wie die Ziele. Ich widerspreche Ihnen nur ungern, aber wenn Sie keine Kompromisse schließen können, hat das eine Ursache, nämlich der nicht vorhandenen Gemeinsamkeiten. Aber die Kompromisse zum Überbrücken des eigenen Programms sind so groß, dass du dich im eigenen Programm nicht mehr wiederfindest.
Ja, aber sonst wären sie ja gar nicht zusammengekommen und das haben sie ja geschafft. Ich meine, zusammengekommen das erste Mal sind, das ist doch eine Zufallserscheinung gewesen. Zusammengekommen sind sie anhand der Wahlergebnisse. Das war doch keine Liebesheirat, die haben sich doch nicht gesucht und gefunden. Ja, aber Liebesheirat gab es schon lange nicht mehr auf politischer Ebene. das hatten wir schon nicht mehr. Ich will mit Ihnen am Schluss auf die Zukunft kommen, das heißt auf die jungen Leute. Wieso heißt die jungen Leute? Aber ich zitiere jetzt mal so ein paar auch Floskeln, aber was man ja sagt ist, dass Generation Z eben Work-Life-Balance anders angeht als die Alten, dass sie sehr schwer sind für Arbeitgeber überhaupt zu gewinnen, dass sie keinen Leistungsethos mehr haben wie die Alten, weil sie sagen, es lohnt sich ja sowieso nicht, ich werde mir in dieser Gesellschaft sowieso nie was kaufen können mit ehrlicher Arbeit. Also machen dann die jungen Leute durch ihre privaten und persönlichen Entscheidungen Gewerkschaften überflüssig? Also werden wir die überhaupt noch brauchen, wenn die junge Generation eben einfach gar nicht mehr bereit sind, apropos Kompromiss, überhaupt einen Arbeitsvertrag abzuschließen und morgen zu erscheinen, weil die sagen, die 8 Stunden... Es lohnt sich nie. Ja, es lohnt sich doch gar nicht. Ist ja besser als eine Gewerkschaft, da kommt ja gar nicht. Wenn man suggerieren denn? Will, dass man im Schlag Raffenland sind, kann man das machen. Aber ich würde an der Stelle auch ganz klar unterscheiden wollen, weil ich erlebe nie alles so, wie Sie das beschreiben. Und ich mache das nie an Generation X, Y oder Z fest, sondern ich erlebe junge Menschen sehr, sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Und ja, das gibt die Träumer, die sitzen vor dir und erklären dir ihr Weltbild und sagen so, und du Arbeitgeber musst dich jetzt danach richten. Und die Frage ist ja, wie verhalte ich mich dann als Arbeitgeber? Gehe ich auf die Knie und in die Bettelstellung und sage, also ich bin bereit, alles mit dir zu vereinbaren, nur um des lieben Friedens willen, damit du hier an die Arbeit kommst? Oder sage ich, also in unserem Unternehmen funktioniert das so nicht. Und da muss ich mir auch die Frage beantworten, ob ich nicht viel mehr Bewerbungsgespräche, übrigens sollte man die persönlich führen und nicht von Computern aussuchen lassen, ob ich nicht viel mehr Bewerbungsgespräche mir antun muss, um das rauszuarbeiten und diejenigen bei uns an Bord zu holen, die mit Leib und Seele dabei sind und die auch mit Idealismus in dieser Tätigkeit einsteigen. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Bewerbungsgespräch, junge Frau, Herr Wieselski, Ihre Generation, die hat gelebt, um zu arbeiten. Meine Generation arbeitet, um zu leben. Und ich so, oh ja, interessante These. Können Sie mir mal ganz kurz einen Unterschied erklären? Sendepause. War nie in der Lage, einen Unterschied zu erklären. Was sind denn das für Sprüche? Man kann das auch vereinfachen, kann sagen, ich will viel Geld für wenig tun. Damit kommt aber niemand durchs Leben, weil das unrealistisch ist. Und ich finde einfach, wir sollten die Menschen auch abholen und ihnen oft zeigen, was geht und was nicht geht. Und wenn jemand in der GDL anfängt, dann wird ihm am Beginn, bevor er bei uns anfängt, wird ihm klar gesagt, Homeoffice gibt es nicht. Mobiles Arbeiten im Rahmen der Tätigkeiten bei Dienstreisen gibt es sehr wohl. Und in Abstimmung ist fast alles möglich. Aber Homeoffice als Anspruch findet nicht statt. Weil meine Kolleginnen und Kollegen, die draußen, die wir vertreten, die können auch nicht aus dem Homeoffice raus operieren. Und das ist keine Neiddebatte, sondern einfach eine Feststellung. Die Organisation lebt für Menschen, die draußen in den Betrieben sind. Und die können das nicht. Und deswegen ist der Apparat, der von diesen Geldern lebt und der ihnen als Dienstleistung zur Verfügung steht, kann es sich nicht leisten, auf Dinge zu verzichten, die im Homeoffice verloren gehen. Und das nenne ich zum Beispiel eine Sachdiskussion beim Frühstück. Wenn man sich an der Kaffeemaschine, an der Espressomaschine trifft und eine Aufgabenstellung bekommen hat als Referent, wo man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll, aber seine Kollegin trifft und sagt, oh Mann, der hat mir gerade was auf den Tisch geworfen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es angehen soll. Und plötzlich sagt der Kollege oder die Kollegin, ja, ich würde das so ansetzen. Dann ist die Zeit der Pause wertvoll für einen Arbeitgeber. Und nicht, weil der die Pausen unterbindet, sondern weil die Interaktion der Menschen miteinander dort stattfindet. Niemand greift zum Telefon aus dem Homeoffice, um jemanden anzurufen, weil er gar nicht weiß, ob der gerade an der Espressomaschine steht. Ich halte das für hochgefährlich, eine Diskussion so zu gestalten, dass Homeoffice ein Rechtsanspruch ist und wir glauben, dass wir noch dieselbe Produktivität haben. Die haben wir nicht. Vor allen Dingen nicht in der klassischen Verwaltung. Es ist gar nicht despektierlich. Da würde ich jetzt mitgehen. Also ich glaube, es gibt Felder, da sind Menschen intrinsisch motiviert. Wir verlieren enorme Kapazitäten und enormes Wissen und wir verlieren Ideen, die einfach nicht geboren werden, weil Menschen nicht miteinander in der Kommunikation sind.
Das halte ich für das Gefährlichste überhaupt. Nicht Homeoffice an sich. Ja, ja. Ich kenne auch Menschen, die arbeiten im Homeoffice noch viel mehr, als in der Zeit, wo sie im Büro waren. Also das ist auch keine Neiddebatte. Wenn ich mir jeden Tag eine Stunde Arbeitsweg sparen kann und davon eine halbe Stunde meinem Arbeitgeber noch widme und sage, da mache ich... Aber ich verstehe das Argument eigentlich. Ich würde es gern freier, also ich mag es, wenn es freier gedacht wird, weil ich glaube, es gibt intrinsisch motivierte Menschen. Da ist egal wirklich, wann sie arbeiten, wo sie arbeiten. Sie machen ihr Ding, weil sie intrinsisch dabei sind. Ich glaube, es gibt Segmente, da braucht es das. Was ich aber interessant... Ich bin da für liberalere Lösungen, aber was ich interessant finde, ist trotzdem die Vereinzelung. Ja, weil am Ende... Das kommt noch und dazu. Das kommt dazu, ja. Ist es trotzdem die Frage, ob wenn wir gesellschaftlich sagen, jeder arbeitet zu Hause aus seiner Zelle... Ich glaube, dass es bestimmte Freiheiten hat und trotzdem entsteht ja in immer weniger gesellschaftlichen Feldern, ne? Da mache ich die Bildung online, da mache ich jenes. Ja. Also es steht eine Vernetzung bei gleichzeitiger Vereinzelung und ich glaube, dass da gesellschaftlich sich... Und wir waren ja bei jungen Menschen und da haben natürlich eine ganze Reihe von jungen Menschen auch enorm gelitten in der Corona-Zeit. Wer da im Studium gewesen ist, ich möchte mir das nie ausmalen, weil auch da gilt die Regel, mit den anderen zusammen nachmittags, abends zu sitzen, zu klönen, zu schwatzen und dabei lernend und diskutierend sich in die Zukunft zu bewegen. Diese Interaktion von Menschen ist das Wertvollste, was wir eigentlich haben. Und hier gehen uns große Teile dessen verloren. Und diese Interaktion gibt es auch im Arbeitsleben. Nicht auf Einzelarbeitsplätzen, ist doch ganz klar, aber die gibt es im Arbeitsleben. Und wir als GDL möchten dieses wichtige Gut nicht verlieren. Und deswegen halte ich es für legitim, wenn die Regeln von Beginn an klar sind. Es muss ja niemand bei uns anfangen. Und Sie werden es nicht glauben. Aber wäre schade, wenn Sie gute Leute verdienen, nur weil Sie gerne zu Hause arbeiten, ist auch schade. Ja, dann passen wir nicht zusammen. Es ist doch keine Zwangsehe. Sie müssen doch ein Arbeitsverhältnis auch aber unter der Überschrift sehen, ja, dass man miteinander arbeiten möchte. Es ist doch nicht einfach so, dass jeder mit jedem arbeiten muss. Die müssen doch auch zusammenpassen. Und wenn dieses nie passt, dann ist es nie weiter schlimm. Ich habe nie das Gefühl, dass uns Menschen abhanden kommen, die bereit sind, genau so zu arbeiten, wie das in vielen Bereichen noch der Fall ist. Man muss nur ehrlich bleiben. Was man nie machen darf, ist einen Himmel auf Erden versprechen. Und beim Beginn des Arbeitsverhältnisses entsteht eine Nüchternheit, wo die Beschäftigten sagen, das war nicht das, was ich wollte. Das macht übrigens die Deutsche Bahn AG. Die verspricht jedem alles. Und wenn die dann in den Arbeitsprozessen gelandet sind, stellen sie fest, ganz nüchtern, es stimmt doch alles gar nicht. Und dann kriegen sie eine Fluktuation, die fürchterlich ist. Und deswegen muss man jemanden sagen, der Eisenbahnerin wird in dem Schichtsystem, der ist im Schichtsystem, Ende der Durchsage. Solange wie er dort drinnen bleibt, wie er in der Eisenbahn bleibt, wird er im Schichtsystem bleiben. Und deswegen war unser Ansatz, das Schichtsystem zu verbessern und nicht nur durch Absenkung der Wochenarbeitszeit, sondern auch durch neue Schichtrhythmen. Das haben wir geschafft und das ist ein großer Mehrwert. Von daher bin ich auch zuversichtlich, dass mehr junge Menschen in das System einsteigen werden. Wenn wir mal aufhören, von der Digitalisierung so zu reden, als würde das dazu führen, dass übermorgen alle Züge vollautomatisch fahren. Das ist auch der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ja, aber trotzdem würde es mich interessieren, gesetzt dem Fall, es wäre so, was wäre dann eine gewerkschaftliche Forderung? Erstens, wenn Sie ein Teil- oder vollautomatisches System haben, gibt es immer noch Menschen im Hintergrund, die in den Leitständen sind. Aber man stelle sich mal vor, ganz viel von dem, von der Menschen, für die Sie jetzt kämpfen, wäre wirklich optimal und ideal. Fiktion, ne? Also nicht. Ja. Und was müsste dann gesellschaftlich passieren? Also in dem Moment, in dem der Mensch ersetzbar würde, und zwar besser sogar eventuell, was müsste dann für die Menschen passieren? Wären die einfach alle arbeitslos wie in der DDR? Oder was würde genau passieren? Die Frage müssen wir uns aber gesamtgesellschaftlich beantworten. Was mit dem bisschen Mensch zum Schluss ist, der übrig bleibt. Aber das ist eine gesellschaftspolitische Debatte, die sehe ich nie heute. Die sehe ich ein Stück weit noch weiter in der Zukunft. Wir müssen uns erstmal die Frage beantworten, wie viel Automatisierung und wie viel Digitalisierung ist denn wirklich wichtig und richtig? Volkswirtschaftlich gesehen auch finanzierbar unter vernünftigen Aspekten. Und nie einfach so tun, als wäre die Digitalisierung das Allheilmittel. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Digitalisierung per se zu einer Verbesserung führt. Ich habe nur erlebt, dass Menschen, die über die Digitalisierung leichtere Arbeitsbedingungen haben, glücklich sind und über ihre neuen Arbeitsfähigkeiten sich weiterbilden und einen Fortschritt erlangen. Aber die Diskussion über KI ist doch auch hanebüchen. Ich sage immer scherzhaft, der liebe Gott möge dafür sorgen, dass wir lange, lange im Kopf behalten, dass künstliche Intelligenz nur dann existieren kann, wenn vorher natürliche Existenz sie schafft. Wir sind ja geradezu beseelt davon, dass das, was gerade neu gehypt wird, im Prinzip einen gesunden Menschenverstand ersetzt. Wird es nie sein. Oder wir haben dann alle verloren.
Da gibt es ja genügend Fiktionen und Zukunftsvisionen, die düster genug sind. Muss man ja nie alles glauben, dass es so wird, aber man muss wachsam sein und aufpassen, dass es eben nie in die Richtung abgleitet. Und die ganze Frage von Automatisierung finde ich spannend und gut. Und automatisierte Prozesse sind doch per se nie weiter schlimm. Aber wenn wir an den Punkt kommen, wo Menschen übrig sind, und zwar in großen Mengen, im Millionenbereich, keine Arbeit mehr haben, müssen wir zwei Fragen beantworten, aus meiner Sicht. Die Frage eins ist, sollen die dann irgendwo in der Legebatterie liegen und am Schlauch Ernährung zugeführt bekommen und sich still verhalten? Dann brauchen wir sie gar nicht erst erzeugen. Die zweite Frage ist, wem nutzt denn die Vollautomatisierung zum Schluss? Wie entsteht denn unser Bruttosozialprodukt? Wenn Menschen nicht mehr arbeiten können, ist nach meinem Verständnis der Sinn des Daseins in Frage gestellt. Weil Arbeit gehört zum Leben. Ja, aber können Sie? Es ist doch nicht so, dass wir geboren wären, um uns auf den Rücken zu legen und zu warten, bis die gebratenen Hähnchen von oben runterfallen. Ja, Herr Weselski, da würde ich Ihnen aber auch widersprechen, weil es gibt Arbeit, die muss getan werden. Also Fabrikarbeiter, die Autoteile zusammenschreiben, wenn man sie davon befreien könnte, damit sie sinnhaftere Arbeit machen könnten. Also wenn man diese Veränderung nutzen würde, um Leute von harter Arbeit zu befreien. Das heißt, sie hätten dann freie Zeit, um etwas Sinnhaftes zu tun. Wir nutzen die Automatisierung, um schwere körperliche Arbeit zu beenden. Genau. Müssen aber die Menschen, die in diesen Arbeiten gewesen sind, qualifizieren, müssen sie befähigen, höherwertige freier Aufgaben. Freier entscheiden zu dürfen vielleicht. Vielleicht gäbe es ein Grundeinkommen, mit dem sie dann freier entscheiden wird. Aber dazu müssen wir wieder zu Punkt 1 und 2, den Sie damals über die Bürgerinnen und Bürger der DDR gesagt haben. Man muss sie befähigen, man muss ihnen helfen, mit dieser Freiheit umzugehen. Oder helfen klingt mir schon zu schlimm. Man muss sie befähigen, und zwar am Beginn ihres Berufslebens oder ihres Lernens, muss man sie befähigen, in der Zeit zu stehen, nie rückwärtsgewandt zu denken und zu handeln, sondern in der Zeit zu stehen und auch zu wissen, für was sie einen Beruf ergreifen, für was sie eine Arbeit ausführen, für was sie dann Geld bekommen als Äquivalent. Die Frage ist doch am Ende aller Tage, wenn wir viele Prozesse automatisieren, gibt es denn neue andere herausfordernde Tätigkeiten, die noch zu einem Mehrwert führen. Ich habe immer die Frage so für mich persönlich gestellt, wo ist denn der Mehrwert, wenn die Produktion vollautomatisch ist und die Menschen nur noch konsumieren sollen? Ich habe das Gefühl, dass das momentan die Zielstellung ist. Die Menschen sollen nur noch konsumieren und produzieren werden die Automaten. Ja, und wer schafft bitteschön den Mehrwert? Wer schafft denn in dieser Gesellschaft das Bruttosozialprodukt? Wenn die nur noch Konsumenten auf der Innenseite haben und die Produktion vollautomatisch ist. Das führt übrigens zur Verblödung und zur Degeneration. Na, vielleicht bin ich da zu utopisch, aber ich denke immer, vielleicht würden die Menschen die Freiheit ja nutzen und anfangen, über besseres Leben nachzudenken oder über wie man ihre... Also ich glaube, man könnte die Menschen auch besser beschäftigen. Diese Illusion teile ich nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass Sie die nicht teilen. Und zwar deshalb nie, weil ich erlebt habe, im Sozialismus, dass der Hang zum Nichtstun größer ausgeprägt ist, als der Hang von sich aus in Aktion zu geraten. Ja, aber die Menschen, die Sie im Sozialismus erlebt haben, waren ja nicht gebildet worden mit einem Freiheitsgedanken, mit einem Gedanken, sich... Das würde ich auch nie so gelten lassen. Also Sie haben ja von der Ausbildung her war die fundamentierter, als ich das heute erlebe. Das kann ich mir vorstellen. Das kann Sie mir war vorstellen. Allerdings politisch nuanciert eingefärbt. Und geprägt, eingefärbt. Das fand ich übrigens auch gut in der neuen Zeit, dass zum Beispiel ein Lehrer, der einen jungen Menschen ausbildet und prägt, so in dieser Gesellschaft angesiedelt sein muss, dass er eben nie auf seine Schüler einwirkt. In der Farbe gelb, grün, rot oder blau, politisch, oder auch nie extremistisch auf seine Schüler einwirkt, sondern dass auf dem Boden dieses Grundgesetzes junge Menschen, die auch verletzbar in der Seele sind, exakt nach den Regeln dieser Gesellschaft auszubilden hat. Auch da sehe ich eine Grundnorm, die wichtig und richtig ist, mit meinem Erleben. Aber die Frage der Qualität der Ausbildung ist ja nur das eine. Die Frage ist ja, wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie eigentlich übrig sind, dann fangen sie an, wie heißt das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und dem kann man was abgewinnen. Nichts gegen Müßiggang, nie gegen Genuss und gegen gutes Leben. Aber der Sinn des Lebens besteht nach meinem Dafürhalten darin, eine sinnvolle Tätigkeit, die einen ausfüllt und die einem auch Spaß macht, auszuüben. Und das ist nie überall gegeben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Mir fehlt die Vorstellung, mir
Tätigkeiten in der Zukunft auszudenken. Wenn ich mal die ganze, nennen wir es mal mechanische Produktion, mir automatisiert vorstelle, fällt mir es schwer, darüber nachzudenken, was die Menschen dann für eine Produktion erzeugen, indem sie Werte schaffen. Das scheint eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft zu sein, der wir uns zu stellen haben. Und zwar bevor wir von der künstlichen Intelligenz überrannt werden. Ich teile das, aber ich glaube, ich habe ein etwas anderes Menschenbild oder vielleicht auch Gesellschaftsbild. Oder ich glaube, dass man auch mit Bildung andere Werte in Menschen nochmal stärken kann. Ich gebe vielleicht doch nochmal zur Bildung, weil ich habe dann natürlich aber schon lange, länger dann Podcasts mit Ihnen gehört. Und das ist schon was mich auch beeindruckt hat, Ihre, sagen wir mal, Grundbildung. Ich glaube auch mit Ihre Lust, sich selber Wissen anzueignen, Ihre, wie Sie gesagt haben, ich habe mir die Gesetze angelesen, ich habe mir die Fakten angelesen. Wir reden heute alle so viel und so gerne über faktenbasiertes Wissen. Aber haben kein Grundwissen. Aber haben immer weniger das Grundwissen und immer weniger Menschen, die auch die Lust haben, weil man sagt immer, wichtig ist, dass man weiß, wo es steht und wichtig ist, dass man Wissen verbindet und wichtig ist. Ja. Alles das, was wir als Ideale unseres Sie Bildungssystems... Sie erzeugen da schon wieder eine neue Angst in meinem Kopf. Ja, wer das kleine 1x1 nicht kann, sondern zum Taschenrechner greift, dem fehlt nach meinem Dafürhalten das Grundwissen. Ja, aber ich glaube, es braucht eine Symbiose. Also ich glaube, man braucht dieses freie Denken, assoziative Denken, kombinierte Denken. Aber man braucht auch die Fakten. Und ich glaube, das ist was vielen abhanden gekommen ist. Und auch die, da sind wir wieder bei der Arbeit. Da wären wir bei sinnhafter Arbeit. Aus meiner Sicht wäre, sich dieses Wissen anzueignen und Menschen beizubringen, dass es lustvoll sein kann, sich dieses Wissen beizubringen. Ja. Dass es egal von welchem, unabhängig vom eigenen Bildungsgrad, einen als Bürgerinnen und Bürger an einen anderen Punkt bringen kann. Also man wird ja plötzlich auch demokratischer, weil man mehr über seine Grundrechte weiß. So wie Sie sagen, ich habe verstanden, was hier im Grundgesetz drinsteht und welche Freiheitsräume uns das eigentlich ermöglicht als Arbeitende. Ich finde gerade beeindruckend, dass Sie nicht studiert haben und für Sie das so wichtig war, zu sagen, ich will mir das aneignen, ich will mir das anlesen. Deswegen nochmal Bildung als nicht nur schulische Bildung, sondern auch wie nennt sich das? Akademische Bildung, meinst du? Nee, sondern nicht der Akademiker, sondern der Autodidakt. Ja? Also auch wirklich selber sagen, wie wichtig ist Ihnen Wissen und Weitergabe von Wissen und Aneignung von Wissen, finde ich auch nochmal, wenn ich bin jetzt ja am, was hat Sie befreit? Ich habe das Gefühl, ein Stück weit diese Freiheit in den Kampf zu gehen, also in den Gewerkschaftskampf, war für Sie auch ein Ergebnis dieser Aneignung von Wissen. War es nicht auch ein Gefühl von, man sagt heute gern Selbstermächtigung, aber wuchs nicht Macht dann auch als Gefühl, wir haben Rechte, die uns eingeschrieben sind? Natürlich, das geht doch damit einher. Sie sind dann auch ein Wissensarbeiter. Wenn Sie analysieren, wenn Sie die Basis finden, wenn Sie sich auf dieser Basis bewegen und wenn Grundgesetz, Tarif, Vertragsgesetz und, wenn alle diese Regeln eingehalten werden, dann fangen Sie auch an, sich härter zu wehren, wenn jemand vorbeikommt und sagt, das darfst du hier nicht. Nee, wir müssen das sogar, um das Soziale in der Marktwirtschaft auf Dauer zu garantieren. Und die Teilhabe derjenigen, die in Produktionsprozessen stecken. Und das ist etwas, wo wir uns vielleicht auch unterscheiden. Dass wir immer höheres Wissen uns aneignen, ist ja richtig und gut. Und ein ganzes Leben lang lernt man normalerweise, wenn man nie verblöden will. Das ist faktisch nie automatisiert, aber man wird gezwungen, immer wieder neu zu lernen, weil man sich immer wieder in neuen Lebenssituationen befindet. Und wenn man die meistern will, muss man sich Wissen wieder aneignen. Also lernt man bis ans Ende. Aber wofür wir lernen und was wir am Ende des Tages persönlich, aber auch als Gesellschaft mit diesem Wissen erzeugen wollen, was nützt uns ein hoher Wissenslevel in der Gesellschaft, wenn wir zum Schluss niemanden finden, der uns im Bett pflegt, wenn wir krank sind. Also ist das meiner Ansicht nach auch eine Wertediskussion, die wir hier zu führen haben. Die Wertigkeit eines Menschen, der eine Tätigkeit ausführt, die Sie und ich vielleicht nie machen möchten. Ich kann es gar nicht, ich kann das gar nicht sehen, ich renne da weg. Die Wertigkeit ist in unserem Land verloren gegangen. Gehen Sie mal in die Schweiz. Hören Sie sich mal an, wie in der Schweiz die Menschen über die Lokomotivführer sprechen, über die Eisenbahn als solches, über die Dienstleistenden. Da spricht niemand abfällig über seine Kollegin, die die Wohnung sauber macht. Wertschätzung beginnt doch ganz, ganz vorn. Wenn Sie jemanden haben, der Sie unterstützt und Ihre Wohnung reinigt, beginnt das Leben genau an der Stelle. Machen Sie die Arbeit 10-mal selber, dann wissen Sie, was sie wert ist. Und dann fangen Sie nie an zu diskutieren, ob Sie es nie für etwas weniger kriegen könnten. Das ist doch eine Erkenntnis und das fehlt mir im Moment in der Gesellschaft. Das Wissen um die Arbeiten, das Wissen um die
Prozesse, die einzelne Menschen zu durchleben haben und die Anerkennung dessen, dass jeder, der eine Arbeit ausführt, nie nur für sich das Maß Bier anheben, sondern tatsächlich eine Arbeit, die für andere einen Mehrwert bedeuten, dass der wertgeschätzt werden muss. Wir reden hier über Wertschätzung, aber wir leben sie nicht. Ich erlebe genügend Menschen, die von oben herabschauen, die da in der Produktion. Und das wird uns in eine richtige missliche Lage bringen. Wenn wir das nie uns abgewöhnen unter der Überschrift, die da oben, die da unten oder Studierte sind anzugreifen, weil sie studiert haben. Das ist dann eine Wechselwirkung, was wir hier erleben. Diejenigen, die in höheren Funktionen sind, laufen übers Wasser und gucken so, naja, das würdest du nie machen wollen. Und deswegen müssen wir einfach mal dafür Sorge tragen, dass sie einen Schritt schneller laufen. Da beginnt doch die Wertschätzung im Kopf. Und das haben wir auch von Amerikanern oft gestülpt gekriegt. Andere Länder leben da was ganz anderes. Und das finde ich klasse, dass man die Achtung vor der Arbeit der anderen, am Ende niemals verliert. Und da ist es egal, welche Arbeit ausgeführt wird. Wer sich über andere erhebt, das ist eine ganz alte Regel, die habe nie ich aufgestellt, ist gefährdet auch abzustürzen. Und da sage ich mal, in der Wechselwirkung befinden wir uns, ich finde die nicht schön. Ich habe das vor Jahrzehnten erlebt, da bin ich in England gewesen zum Sprachkurs und da waren wir in einer Akademie untergebracht. Und als ich morgens zum Frühstück ging von meinem Zimmer aus, sind mir zwei begegnet und ich habe zum ersten habe ich Good Morning gesagt und der hat mir nicht geantwortet. Und beim zweiten habe ich Hello gesagt, weil das kann keiner missverstehen, auch nicht in Sächsisch. Und der hat mir auch nicht geantwortet. Und am Tisch auf meine Frage hin, was ich falsch gemacht habe, kriegte ich zur Antwort, du kannst sie grüßen, wie du willst. Die werden nie antworten. Upper Class. Mhm. Also eine Klassifizierung in der Gesellschaft. Die einen blauen Kittel anhaben und mit ihrer Hände Arbeit unterwegs sind, werden von denen nie gegrüßt, die akademische Bildung haben. Und im Umkehrschluss grüßen die Arbeiter auch die Akademiker nicht. Das ist doch... schrecklich. Ja. Aber ich möchte die Amerikaner, bevor Sie hier sagen, die Amerikaner, die haben auch viele gute Seiten. Ja, und die haben zwei Präsidenten im Wahlkampf. Ja, aber die haben auch... und es gibt zwei Rentner. Ja, wer weiß, die haben doch noch eine Chance, Herr Weselski. Also in der Rente. Bin ja jetzt auch Rentner. Ja, eben. Deswegen, sie haben ja noch große Chancen. Aber es gibt auch gute Seiten in diesem Amerika. Und eins ist die Durchlässigkeit gewesen mal, oder zumindest die Behauptung, Menschen könnten oder immer wieder schaffen es Einzelne. Ja, klar schaffen sie es, aber das ist doch... Aber ich würde noch eine, bevor wir über die USA reden, es gibt noch eine Gruppe, über die wir gar nicht reden, weil sie sagen immer Wertigkeit und Ding. Es gibt ja, und ich finde den Ton immer härter, und viele Menschen, die am Arbeitsleben nicht teilnehmen können. Also wie wir über Menschen, die in Hartz IV leben oder die eben staatliche Hilfe brauchen, da beginnt doch eigentlich auch schon die fehlende Wertschätzung. Also wenn wir reden über, wie geht man mit Menschen um und wie geht man mit Wert um, also jenseits, Sie sagen über Schichten, aber geht es in unserer Bundesrepublik im Moment nicht auch schon da los, wo wir über Menschen reden, die nicht am Arbeitsleben teilhaben können im Moment? Weil die sind ja, so wie Sie es bei der DDR beschrieben haben, nicht alle immer freiwillig in dieser Situation gelandet. Ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil beginnt man an der Stelle bereits, sich über andere zu erheben, wenn man das bewertet, ohne zu wissen, was es bedeutet und vor allen Dingen ohne herauszuarbeiten, warum es entstanden ist. Wenn ich davon gesprochen habe, dass Tausende von Menschen arbeitslos geworden sind, dann waren die Prozesse so schnell und so hart, dass sie sich gar nicht umorientieren konnten. Und dann ist die Frage, ob sie sie auffangen und umschulen und qualifizieren und am Ende des Tages woanders einsetzen können, wollte gar niemand beantworten. Das war leider so. Wenn wir heute in unserem Sozialsystem schauen, bin ich an der Stelle sehr zwiespältig unterwegs. Aber ich maße mir nie an, das beurteilen zu können. Ich sage einfach, ich finde, wenn wir das Grundprinzip anwenden und sagen, ein Mensch ohne Arbeit ist eigentlich kein gutes Dasein. Hat jeder Mensch Arbeit verdient? Daraus kann man ableiten. Hat jeder Mensch ein Recht auf Arbeit? Aber ich brauche keinen Sozialismus. Ich habe ihn erlebt und er war nie tauglich für die Zukunft. Aber diese Schlussfolgerung muss man erstmal so ziehen als kausale Kette. Und dann stelle ich mir die Frage, und da sind wir wieder bei der Frage der Wertschätzung oder der Bewertung, da stelle ich mir die Frage, was hier falsch läuft, wenn unsere Diskussionen sich darin ergießen, dass der Abstand zwischen einer schweren Arbeit und dem Nichtstun einfach nicht mehr gewährt ist. Und da bin ich nicht dabei, warum dieses Nichtstun entstanden ist.
gewollt, ungewollt. Ich mache da gar keine Wertung. Und vor allen Dingen stempel ich niemand ab unter der Überschrift, wir haben ja keine Lust zum Arbeiten. Weil Schicksale sind, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, was es für Schicksale gibt. Aber wir, was wir machen, ist eine, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, wir führen hier Scheindiskussionen, weil wir uns der Wahrheit nicht stellen wollen. Wenn wir nämlich mal in die Pflege schauen und anschauen, wie diese Menschen bezahlt werden, wenn man im Umkehrschluss aber betrachtet, wie viel Milliardengelder in diesem Segment tatsächlich ausgegeben werden von uns als Gesellschaft, um dieses zu gewährleisten, und dann anschauen, wer die Gelder einsteckt, zum Schluss die Gewinne hat, da sind wir in einer Wertediskussion und im Ungerechten. Denn da komme ich an den Punkt, wo ich sage, was erlauben wir uns denn, jemanden, der in der Pflege diese schwere Arbeit, die ich nie machen möchte und auch nie machen kann, der die erledigt, den vom Einkommen her an die Kante zu bringen von denjenigen, die keine Arbeit haben. Und das ist ein Wertesystem und ein Wertegefüge. Und da sehe ich eine große, ein großes Betätigungsfeld und da sehe ich auch viel Heuchelei und viel Pharisäertum im Sinne von, die gucken alle weg. Und warum gelingt es uns nicht, dieses Beifallklatschen auf den Balkonen, das war für mich das schlimmste Moment überhaupt, weil alle die, die auf dem Balkon gestanden und geklatscht haben, haben nur eins gedacht, die sollen mal schön weitermachen. Aber wir werden Teufel tun, die Zustände, unter denen die arbeiten, zu verändern. Das ist heute der Fakt. Und wissen Sie, wie lange Corona her ist? Und das hat nichts damit zu tun, dass Prozesse. Aber warum kommen wir da nicht durch? Warum kommen wir da nicht ran? Also das sehen doch viele Menschen, das, was Sie beschreiben. Ja, weil wir nicht ehrlich mit uns selbst sind. Weil hier Dinge erzählt werden, die einfach nicht der Realität entsprechen. Setzen Sie sich doch hin und bewerten das und sagen, schauen Sie sich doch mal die Gewinne an, die in der Pflege hier zum Tragen kommen. Aber was wäre der Hebel? Bräuchten die auch mehr Gewerkschaften, so wie Sie es jetzt erkämpft haben? Wo ist der Hebel, das zu verändern? Die Menschen müssen verstehen, dass sie nur über die Gewerkschaften ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen verbessern und verändern können. Da beginnt es. Und dazu brauchen sie eine Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis, schauen Sie sich den IT-Sektor an, dort findet teilweise Selbstausbeutung statt. Die kommen nie unbedingt auf den Schluss, dass wenn sie sich organisieren würden, bessere Arbeitsbedingungen hätten als so. Das hat was, da sind wir wieder auf einmal in Richtung Amerika abgerutscht, das hat was von dem Traum zu tun, dass ich ja meine Geschicke selbst in die Hand nehmen kann und lenken kann. Und da ist ein Gefahrenlevel drin, wo ich sage, das hat was mit Selbstüberschätzung zu tun. Weil wenn du den Punkt erreicht hast, wo du glaubst, deine Geschicke selbst allein lenken zu können, gehst du davon aus, dass um dich rum niemand mehr ist, der cleverer ist. Und das habe ich mir nie erlaubt. Ich habe immer gesagt, Achtung, gegenüber mehr Geld, mehr Power im Sinne von Menge an Arbeitskraft und mehr Fachwissen und Qualifikation. Und das ist das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, sich selbst überschätzen. Aber die Pflege lösen sie nach meinem Dafürhalten unter den momentanen Bedingungen überhaupt nicht. Deswegen hat es ja auch so einen riesen Aufschrei gegeben, als wir eine Genossenschaft gegründet haben. Weil wir nämlich oft gezeigt haben, dass Selbstorganisation durchaus der Schlüssel zur Lösung sein kann. Das Genossenschaftsmodell wurde ja weder im Kommunismus entwickelt, sondern von dem klugen Menschen, der gesagt hat, wenn sich eine Gemeinschaft zusammentut und über diese Gemeinsamkeit einen Mehrwert schafft und diesen Mehrwert unter sich aufteilt, ist das der richtige Weg? Und jetzt haben Sie ein Genossenschaftsmodell, das Lokführer einstellt und Lokführer verleiht. Und an der Stelle bin ich gespannt, wie die Entwicklung unserer Fairtrain-EG tatsächlich weiter stattfindet. Und sie wird weiter stattfinden. Weil nämlich die Frage, wo die Gewinne hinmarschieren, schon mit im Blick behalten werden muss. Und ich habe nichts gegen Unternehmertum und auch nicht gegen eine Risikoverteilung. Wer ein Risiko eingeht, weil er ein Unternehmen gründet und mit dem höheren Risiko auch sein Haus und seine Familie ein Stück weit einer gewissen Gefahr aussetzt, dann muss das honoriert werden mit dem höheren Ergebnis. Das ist völlig unstrittig. Die Frage, wo die Kraft ist, die das Teilungsverhältnis herstellt, das sind wir wieder bei der Gewerkschaft. Und was ich gelernt habe, und das ist auch eine Erkenntnis erst der letzten Jahre, als wir nach einem Ausweg gesucht haben zum Tarifeinheitsgesetz, nur deswegen ist die Genossenschaft entstanden. Was ich eben gelernt habe, ist, dass das Genossenschaftsmodell im Prinzip ein jahrhundertealtes Element ist, das hervorragend funktioniert und das dafür Sorge trägt, dass die Gewinne erwirtschaften, sie sich zum Schluss auch als Genossenschaftsmitglieder wieder teilen können. Und wenn du darauf achtest, dass in der Zwischenebene nicht das ganze Geld verbraucht wird unter der Überschrift. Damit sind Sie ja bei ganz linken Denkern, wie zum Beispiel... Die Genossenschaft hat mit linken Denken überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja, nee, aber es gab Naomi Klein zum Beispiel, die das auch nach der Genossenschaftsmodell entwickelt. Ja, ja, und viele andere haben es entwickelt. Ich habe leider läuft mir die Zeit mit Ihnen davon. Man könnte vieles noch mit Ihnen reden. Ich will zwei kurze Antworten. Welchen Freiheitskämpfer, kurz, den Sie bewundern? Gab es innerlich jemanden, wenn Sie einen schwachen Moment hatten, mit dem Sie, wo Sie innerlich... Freiheitskämpfer. Gibt es einen Freiheitskämpfer in der Geschichte? Das kommt doch drauf an, oder für was Sie die gekämpft haben. Aber wenn Sie mal rausgingen und Sie hatten irgendwie mal einen schwachen Moment oder wussten, es wird hart, gibt es jemanden im Kopf, an den Sie dachten, wenn der das damals geschafft hat, schaffe ich das auch? Sie wissen, dass ich Martin Luther gern an der Stelle heranziehe, der davon überzeugt ist, dass es richtig ist und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. In gewisser Weise war er auch ein Freiheitskämpfer und zwar jemand, der uns ein Stück weit von einer Kirche befreit hat, die im Prinzip Wasser gepredigt hat und Wein gesoffen hat. Jetzt nie ganz befreit, aber zumindest die Zustände verbessert. Jetzt habe ich noch die letzte Frage. Vorhin haben Sie wie im Nebensatz gesagt bei KI, was wird dann aus dem bisschen Mensch, das bisschen Mensch? Ja. Was bedeutet für Sie Mensch? Wofür kämpfen Sie? Was bedeutet für Sie Mensch? Ich kämpfe nie dafür. Ich bin einfach an der Stelle jemand, der sagt, Mensch, die Menschenwürde ist unantastbar. Das sind ja nicht meine Sätze, sondern man muss es auch leben. Und ein Mensch, der eine Tätigkeit ausübt, die wenig Qualifizierung voraussetzt, der ist für mich kein niederer Mensch, sondern das ist jemand, den ich brauche und den ich weiter auch haben möchte. Weil ich möchte das vielleicht nie machen. Und deswegen muss ich ihn wertschätzen. Und deswegen ist Mensch, das Menschsein untereinander setzt voraus, dass man die genügend Toleranzfähigkeit besitzt, um andere Menschen neben sich auch gelten zu lassen und sich mit ihnen in den Diskurs zu begeben. Aber was meiner Meinung nach auch dazugehört ist, dass Menschen sich Grundregeln geben, unter denen sie gemeinsam leben wollen. Und da habe ich so das Gefühl, dass da nicht mehr jeder dazu bereit ist. Weil wenn wir in eine Gesellschaft abdriften, wo jeder meint, die Grundregeln selbst bestimmen zu können, dann ist das Anarchie und Chaos. Klaus Wieselski, ich muss jetzt Danke sagen. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, danke für das Gespräch über Freiheit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die offene Diskussionskultur. Danke Ihnen. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der ARD Audiothek. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.